über unsere Veranstaltung zum Thema Wachstum. Ich finde es auch als Mouvement Ecologique und als Organisatoren sehr positiv, dass zwei Minister sich auch in dieser Woche, wo sehr viel los ist, die Zeit genommen haben, hier zu sein und auch Abgeordnete. Und ihr alle herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Heute Abend wird organisiert federführend vom Mouvement Ecologique, aber wir sind froh, dass wir sehr viele Partner haben. Es sind wirklich alle Organisationen aus dem Gemeinwohlbereich, die gesagt haben, sowie die ASDM und Caritas, was eigentlich zeigt, wie breit das Bündnis ist und die Interesse an der Thematik der Wachstumsfrage ist. Wir haben auch ein kleines Faltblatt ausgelegt für jene, die vielleicht die einzelnen Initiativen noch nicht so kennen, damit ihr sie kennenlernt. Das geht ja von Transition Town über AFOC und so weiter. Ganz spannende und zukunftsweisende Projekte. Heute Abend ist entstanden aufgrund einer Debatte von vor 2 Jahren, die wir mit Reinhard Loske und Harald Welzer schon zur Wachstumsfrage hatten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist ein absolut reiner Zufall, dass es gerade in dieser Woche ist, wo auch die Regierung die Wachstumsfrage behandelt. Manchmal gibt es auch so Zufälle, wo man nachher denkt, ist das möglich? Wir hatten damals eine Diskussion, wo wir sehr viel positives Echo erhalten hatten, das gesagt wurde, das war sehr spannend, sehr bereichernd, einen anderen Blick auf die Thematik. Aber es wurde eine Kritik auch formuliert an der Veranstaltung von vor 2 Jahren, dass gesagt wurde, ihr hättet etwas konkreter über Alternativen diskutieren sollen und nicht in dem Ausmaß, oder es war alles gut, was er gemacht hat, aber zusätzlich auch die Alternativen zur Wachstumslogik erörtern. Und ich glaube, der heutige Abend soll verstärkt dann unter dem Schema stehen und verstärkt auf diese Diskussion eingehen. Und vielleicht auch auf die Frage, was hat sich in den letzten 2 Jahren getan? Damals hatten unsere beiden Referenten gesagt, wir sind noch recht am Anfang eines Prozesses, wie unser Gesellschaftsmodell sich entwickeln kann und soll. Und ja, hat sich in den letzten 2 Jahren was im Positiven getan, sowohl auf gesellschaftlicher wie auf politischer Ebene? Ich glaube, das wäre der Rahmen für heute Abend. Wir würden versuchen, so 3/4 Stunde, 1 Stunde hier unter uns zu diskutieren und dann natürlich die Fragen an den Saal zu geben. Und zuerst werden unsere beiden Referenten sich selbst vorstellen, denn ich glaube, das ist immer das Beste. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn mich wer vorstellt, dann habe ich immer Liebe, ich kann es selber tun. Ja. Reinhard. Oh, ja. Mein Name ist Reinhard Loske. Ich fühle wieder hier zu sein. Vor 2 Jahren haben wir schon mal in diesem schönen Raum diskutiert. Ich bin Professor für Nachhaltigkeit und Transformationsdynamik an der Universität Wittenherdecke, seit nunmehr fast 4 Jahren, habe aber einen großen Teil meines Erwachsenenlebens in der Politik verbracht. Ich war 9 Jahre lang Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Ich war 4 Jahre Senator für Umwelt, Bauen, Verkehr und Europaangelegenheiten der Freien Hansestadt Bremen. Als ganz junger Jungspund war ich mal in meiner Heimatgemeinde auch Ratsherr in Westfalen. Also ich habe doch einiges schon auf dem Buckel an Erfahrung, was die Politik betrifft, habe aber immer quasi auch in der Wissenschaft gewirkt, habe immer zu Nachhaltigkeitsfragen eigentlich geschrieben. Ich habe meine Diplomarbeit 1986 über Umweltprobleme in der DDR und ihre Ursachen geschrieben, habe dann, eigentlich war es über den Begriff der Natur in der Theorie von Marx, so könnte man sagen, aber am Beispiel der DDR. Und meine Prognose war, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und 3 Jahre später war ja auch Feierabend dann. Ich will nicht sagen, dass es wegen meiner Diplomarbeit geschehen ist, aber ich habe das vorausgesehen. Dann habe ich 96 über Klimapolitik im Spannungsfeld zwischen Kurzzeitinteressen und Langzeiterfordernissen promoviert und habe mich habilitiert später über Nachhaltigkeit als Politik. Also ich würde mich sehen als Grenzgänger zwischen den Welten von Wissenschaft und Politik. Und das Thema Wachstum ist eigentlich so eine Art Lebensthema, das begleitet mich eigentlich schon von Anfang an. Mal mehr, mal weniger, in den letzten Jahren wieder mehr. Ich forsche ziemlich viel über Fragen der Postwachstumsgesellschaft, aber nicht nur im Kritikmodus, sondern auch im alternativen Modus. Vielleicht kommen wir dazu ja heute Abend. So viel von meiner Seite. Harald Welzer. Ja, mein Name ist Harald Welzer. Reinhard Loske ist Professor für Transformationsdynamik. Ich bin Professor für Transformationsdesign. Beides Titel, von denen kein Mensch weiß, was das bedeuten soll, was einen Hinweis darauf gibt, dass natürlich auch Wissenschaft ein Betriebssystem ist, was an dem Entdecken und Besetzen neuer Felder interessiert ist
und insofern kein wirklich neutrales Feld. Ich bin von Hause aus Soziologe und Sozialpsychologe, habe gar nicht eine vergleichbare Vergangenheit. Eigentlich bin ich nur mal ganz früher Aktivist gewesen, dann über lange Zeit wirklich nur reiner Wissenschaftler, habe mich mit Gewalt beschäftigt, bin über das Gewaltthema zum Klimathema gekommen, weil ich eine Studie darüber gemacht habe, welche Gewaltfolgen Auswirkungen des Klimawandels haben. Und seitdem, das war vor ungefähr 10 Jahren, das Buch damals hieß Klimakriege, seitdem bin ich auf wundersame Art und Weise in das Nachhaltigkeitsfeld wieder gekommen. Ist der Sound okay? Bei mir halt es irgendwie so. Ist okay? Ja? Und ja, und über das, die Auseinandersetzung mit dem Nachhaltigkeitsthema kommt man automatisch auch auf das Wachstumsthema. Und insofern habe ich mich mit diesen Thematiken beschäftigt. Wir haben vor einigen Jahren eine Stiftung gegründet, die den Namen Futur 2 trägt. Und diese Stiftung beschäftigt sich mit alternativen Lebens- und Wirtschaftsformen nicht auf einer theoretischen Weise, sondern uns interessieren, und das wäre ja dann auch da, wo man konkret werden kann, Projekte, Unternehmen, Genossenschaften und so, die unter den heutigen Bedingungen versuchen, den Wachstumszwängen zu entkommen. Tipptopp, es geht los. Ich wollte aber mit der Vergangenheit beginnen, auch weil das letzte Mal doch recht spannend war, einfach als Ausstieg. Heute hat man ja den Eindruck, als ob Wachstumslogik mit der Gesellschaft per se verbunden wäre, mit der Industriekultur. Harald, die Frage an dich, wo kommt der Begriff Wachstum her? Was ist die Historie dieser Wachstumsphilosophie? Naja, also eigentlich, wenn man das jetzt von der ökonomiegeschichtlichen Seite her betrachtet, ist es eigentlich ein Begriff, der erst, sagen wir mal, seit der Weltwirtschaftskrise prominent geworden ist. Wir haben eigentlich in den klassischen Texten keine besondere Betonung auf das Wachstum. Aber wir haben eine historische Phase gehabt oder zwei historische Phasen, in denen der Wachstumsbegriff prominent geworden ist, nämlich einerseits sozusagen unter keynesianischen Vorstellungen den Versuch, Wachstum zu generieren, um halt Krisenfolgen möglichst gut bewältigen zu können. Phase 1, Phase 2, Systemkonkurrenz zwischen Sowjetkommunismus und westlichem Kapitalismus, wo sowas wie das Messen von Wachstumsraten natürlich ein Vergleichsindikator gewesen ist, an dem man gucken könnte, welches System performt jetzt eigentlich besser. Das ist heute eigentlich relativ vergessen, weil dieser Begriff des Wachstums so selbstverständlich und so selbstevident zu sein scheint, als Zentralgröße von wirtschaftlichem, als wirtschaftliches Ziel und Zentralgröße von wirtschaftlichem Handeln, dass man eigentlich vergessen hat, dass das eine relativ junge Kategorie ist. Und vielleicht noch einen Satz dazu zu ergänzen, wenn man sich die Nachkriegsgeschichte anguckt für Westeuropa, dann hat Wachstum natürlich einen gesellschaftspolitischen Zweck. Es ist kein Zweck an sich. Es ist überhaupt nicht etwas, was für sich zählt, sondern es diente in der Nachkriegszeit dazu, eine politische Situation zu vermeiden, in denen sich die Gesellschaftsmitglieder polarisieren. Und dieses Ziel versuchte man zu erreichen, indem man gewissermaßen, so wie Ludwig Erhard in seinem berühmten, in 100 Auflagen publizierten Buch Wohlstand für alle, tatsächlich so etwas zu erreichen wie eine gesellschaftliche Befriedung durch allgemeinen Wohlstand. Das heißt nicht gleichen Wohlstand, aber allgemeines Partizipieren an Wohlstandszuwächsen. Und das Mittel dafür war Wirtschaftswachstum. Aber schon an dieser Stelle vielleicht die Bemerkung, dass schon Ludwig Erhard in Wohlstand für alle schreibt, dass das kein Konzept für die Ewigkeit ist, sondern dass dieses stetige Güterwachstum ein Ende haben müsse, weil es nicht zum Wachstum von Glück beiträgt und dass man gut daran täte, und dass wir sprechen jetzt über das Jahr 1960 ungefähr, dass man gut daran täte, sich Überlegungen zu machen, wie moderne Gesellschaften nach dem Wachstum eigentlich ökonomisch operieren. Gut, wie Erhard. Den wolltest du auch zitieren, glaube ich. Halt.
Nee, also historisch ist es richtig, wie er es gesagt hat, sind die beiden Hauptstränge in den 30er Jahren sehr stark Krisenbekämpfung und in den 60er Folgejahren Systemkonkurrenz. Das hieß im Sowjetkommunismus hieß das damals überholen ohne einzuholen. Das ist ein ganz interessanter Terminus. Überholen ohne einzuholen. Das heißt, man wollte irgendwie eine andere Form von Wachstum für sich reklamieren und man wollte vor allen Dingen für sich reklamieren, dass man rationaler dazu imstande sei, Wachstum zu generieren. Das war sozusagen die Systemkonkurrenz. Aber das ist vielleicht, jetzt ist ja auch schon gesagt worden von Harald, interessant vielleicht in der historischen Perspektive ist, dass natürlich mit dem Aufkommen der Ökologiediskussion, der modernen Ökologiediskussion in den späten 60ern, frühen 70ern, die Wachstumsdebatte auch einen enormen Schub bekommen hat. Dieses bahnbrechende Werk 1972, die Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows, Donella Meadows und anderen, hat ja im Prinzip eine klare Botschaft gehabt, die lautete, du Menschheit, wenn du fortfährst, dich in der Zahl zu vermehren, das war damals ein großes Thema, die Ressourcen auszubeuten und die Umwelt zu verschmutzen, dann wird früher oder später das Ökosystem und damit auch das Gesellschaftssystem kollabieren. Das war der Beginn dieser Debatte und die 70er Jahre waren dann auch die Zeit, wo die Diskussion begann über das sogenannte qualitative Wachstum. Der Terminus taucht ja hier in Luxemburg jetzt wieder auf, habe ich gesehen in euren Unterlagen. In Deutschland ist der Begriff populär gemacht worden 1972 von Erhard Eppler. Der war seinerzeit Entwicklungshilfeminister, wie man so schön sagt, im Kabinett von Willy Brandt zunächst und ist dann später unter Helmut Schmidt ist er dann zurückgetreten, ja, weil er nicht einverstanden war mit der Politik. Der hat 1975 ein berühmtes Buch geschrieben, das hieß Ende oder Wende. Oder Wende oder Ende, so rum war es. Und da propagiert er sehr stark das Konzept des qualitativen Wachstums. Und seine These ist, wir müssen wegkommen vom problemverursachenden Wachstum hin zum problemlösenden Wachstum. Das war der Ausgangspunkt. Und wenn man die 70er Jahre jetzt als Maßstab nimmt und das vergleicht mit heute, bezogen auf klassische Umweltprobleme, kann man ja auch durchaus sagen, es ist eine Menge erreicht worden. Schwefeldioxidemissionen -90%, Stickoxide -90%, Staub -90%, was weiß ich, die ganzen Belastungen im Gewässer deutlich zurückgegangen. Aber es war eben nicht verbunden mit der Frage, der fundamentalen Nachhaltigkeitsfrage. Was bedeutet das für Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, Flächenverbrauch, CO2-Ausstoß, das war damals noch kein großes Thema. Das heißt, das qualitative Wachstum war immer sehr stark verbunden mit dem Umweltschutzgedanken, aber nicht so sehr mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, so wie wir ihn heute verstehen. Wo stehen wir heute? Ja, das muss man sehr unterschiedlich beurteilen, je nachdem, in welche Diskurslandschaft man blickt. Wenn wir die Wirtschaftswissenschaften angucken, dann stehen wir oder dann stehen die da, wo sie vor 30 Jahren auch gestanden haben. Also so etwas wie eine Postwachstumsökonomie ist akademisch völlig randständig, total randständig. In der Nachhaltigkeitsfrage spielt die Wachstumsfrage schon eine relativ große Rolle. Sie ist auch eingewandert, wenn man jetzt die Bundesrepublik anguckt, in, sagen wir mal, so etwas wie Zukunftsdiskussionen regierungsamtlicher Art. Also es gab ein großes Bürgerprojekt Gutes Leben, was von der Bundesregierung initiiert worden ist, wo es Bürgerdialoge gegeben hat, wo das Wachstumsthema eine Rolle gespielt hat. Was von der Heute-Show gerne durch den Kakao gezogen wurde. Na, von der Heute-Show wird alles durch den Kakao gezogen. Ich muss ja mal sagen, ich bin ja kein Freund dieser Regierung, aber solche Ansätze sind ja erstmal grundsätzlich insofern interessant, weil eben Debatten, wie wir sie hier führen, dann doch auch mal einwandern in solche Konzepte. Wie weit die dann irgendwann politikförmig werden, ist noch eine ganz andere Frage. Aber sagen wir mal so, das Thema Postwachstum ist ein debattiertes Thema. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Es hat ein gigantisches Defizit nach wie vor an durchgearbeiteten Konzepten, was denn nach dem Wachstum kommen sollte. Auf das Thema werden wir ja noch kommen, weil natürlich Sozialsysteme und Infrastrukturen und alles Mögliche von dem Konzept des Wirtschaftswachstums und der damit verbundenen Verteilungsmöglichkeiten abhängt nach wie vor. Deshalb ist es sehr schwierig, eine Alternative dazu zu haben. Alternativen, die diskutiert werden, sind zum Teil unglaublich radikal. Und damit wird wahrscheinlich auch niemand glücklich werden. Und insofern würde ich sagen, weil du vorhin ja auch die Frage gestellt hast, sind wir jetzt weiter als vor 2 Jahren?
Naja, ich würde sagen, man ist ein bisschen weiter, weil die Debatte weitergeführt wird. Wir können später noch auf konkretere Ebenen wie die Gemeinwohlökonomie oder sowas kommen, da hat sich einiges getan. Aber gesamtgesellschaftlich ist natürlich, erleben Sie ja keinen G7 oder G20-Gipfel oder alles Mögliche auf der internationalen Ebene, wo nicht hinterher in einem entsprechenden Kommuniqué als erstes mitgeteilt wird, dass man auf gutem Wege ist, das Wachstum zu erhöhen. Ja? Und das ist, letzter Satz dazu, aus meiner Sicht natürlich eine falsche Prioritätensetzung, weil angesichts der ökologischen Problematiken ist mehr Wachstum keine Lösung, sondern Ursache der Probleme, die wir haben. Das heißt noch nicht, dass man jetzt eine Lösung dafür hätte. Es heißt aber, dass wir ein riesengroßes Problem haben, über das wir auch noch weiter sprechen können, wie sich das manifestiert, diese Problemlage. Aber dass es dringend notwendig ist, über jenseits des Wachstums liegende Konzepte nachzudenken. Reinhard, an dich nochmal die Frage, warum die Notwendigkeit, das Hinterfragen des Wachstums, ist irgendwie eine ganz simple Frage. Und trotzdem ist das die Essenz unserer Debatte heute. Warum Wachstum hinterfragen? Also weil die ganzen Hoffnungen, wenn man jetzt die letzten 40, 45 Jahre sich anschaut, seit den frühen 70er Jahren, die Wachstumsthematik einfach nur grün umzudefinieren, zu nichts geführt haben. Wir hatten in den 70er Jahren die Debatte über qualitatives Wachstum. Die haben natürlich zu einer verbesserten Umweltschutzsituation geführt. Das kann man ja, habe ich ja gerade eben auch beschrieben. Dann hatten wir in den 80er Jahren die Debatte in Deutschland maßgeblich geführt von Martin Jenecke, die lautete: Tertiarisierung der Ökonomie gleich Ökologisierung der Gesellschaft. Wir müssen alle nur Richtung Dienstleistungsökonomie wandern, alle nur noch mit weißen Kragen rumlaufen. Dann wird sich die Ökonomie automatisch umweltgerecht darstellen und dematerialisieren. Wenn das zuträfe, wären die Vereinigten Staaten von Amerika, Luxemburg und Singapur mit einem Dienstleistungsanteil von über 80% die ökologischen Staaten der Welt. So ohne weiteres stimmt das ja nicht. Das heißt also, diesen Automatismus, dass praktisch der Wandel zur Dienstleistungsökonomie hin uns automatisch auf den Pfad der Nachhaltigkeit führt, hat sich als illusionär erwiesen. Warum? Die Ressourcenverbräuche, die Energieverbräuche, die Flächenverbräuche und so weiter laufen weiter. Nun, ich meine, ich kann natürlich meinen Standardspruch aufsagen, dieser sogenannte Rebound-Effekt. Ich meine, alles, was wir an der technischen Effizienzfront gewonnen haben, wird aufgefressen durch Wachstumseffekte. Ja, wir haben sparsamere Autos, aber mehr Autos. Wir haben sparsamere Elektrogeräte, aber immer mehr elektrische Anwendungen. Wir haben weniger Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche, aber immer mehr Wohnfläche pro Kopf. Das zieht sich so durch. Das ist dieses Phänomen, was auch gar kein neuartiges Phänomen ist. Es ist schon in den 1870er Jahren ist das schon entdeckt worden von einem Ökonomen, Jevons hieß der Jevons-Effekt. Der hat sich damals gefragt, Mensch, wenn wir Kohle jetzt effektiver verbrennen, in besseren, effizienteren Kraftwerken, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, den Kohleverbrauch drastisch zu senken. Die Wahrheit war aber, dass immer mehr Kohle eingesetzt wurde, weil mit der Verbreitung der Technik natürlich auch immer neue Anwendungsfelder erschlossen werden. Ja, das ist heute bei den neuen Technologien haargenauso. Wir sind zwar spezifisch effizienter, werden aber in immer mehr Feldern angewendet. Und um dann noch sozusagen die historische Kontinuitätslinie nachzuzeichnen, der nächste Hype ist die Vorstellung, dass die Digitalisierung uns praktisch von selbst auf den Pfad der Nachhaltigkeit führt. Ob das jetzt unter grünes Wachstum läuft oder wie auch immer, dass das praktisch wie von selbst kommt. Und das ist eine Einsicht, die wir aus den 40 Jahren ziehen müssen, zu glauben, man könne vom Wachstum schweigen und so Nachhaltigkeit erreichen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist eigentlich unmöglich. Bis jetzt gibt es historisch keine Beispiele dafür, wie die Entkopplung praktisch so gelingt, wie es notwendig wäre, also beispielsweise den CO2-Ausstoß um 80-90% zu reduzieren. Aber wenn es so logisch wäre, dann müsste ja auch in der politischen Bewusstsein die Fragestellung über die Wachstumsdiskussion anders verlaufen. Verläuft aber. Nein, die verläuft. Also in informellen Gesprächen sagen natürlich viele, das ist ein Problem. Aber regierungsamtlich ist es so, wir haben in Deutschland, ich nehme an, hier bei euch ist es ähnlich, sogar ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 ist das. Das ist Aufgabe des Staates ist, neben der Wahrung der Preisstabilität, der Vollbeschäftigung und dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht auch stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum zu generieren. Es ist sozusagen Teil der Wirtschaftsphilosophie. Aber klar ist eben auch, dass viele Subsysteme, die sozialen Sicherungssysteme, die Staatshaushalte, der Arbeitsmarkt und so weiter, sehr stark vom Wachstum abhängen. Das ist eine Realität unter gegebenen Bedingungen, an der man nicht so ohne weiteres vorbeikommt.
Und deswegen ist im politischen Raum zwar eine Ahnung davon da, dass das Wachstum nicht gerade hilfreich ist beim Thema Nachhaltigkeit, aber dennoch, weil diese anderen Felder eben so dominant sind, ist eine extreme Wachstumsfixierung da. Also ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der sehr einfach ist. Wir haben halt ein sehr, sehr erfolgreiches Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. Und wenn etwas erfolgreich gewesen ist, dann ist es häufig mit einer Falle verbunden. Und die Falle besteht darin, dass man sehr schlecht von diesem Erfolgsmodell wegdenken kann. Ja. Es hat ja immer so gut funktioniert. Mich erinnert das immer, es gibt ja diesen alten Witz, wo ein Betrunkener seinen Schlüssel sucht und immer um die Laterne rumgeht und immer die Laterne umkreist. Und irgendwann fragt ihn jemand, was denn das Problem sei. Und sagt, er habe seinen Schlüssel verloren und finde ihn nicht wieder. Und dann kreist er weiter und irgendwann fragt der Passant, sind Sie denn sicher, dass Sie den hier verloren haben? Sagt er, den habe ich nicht hier verloren, aber hier ist es hell. Ja? Und in so einer ähnlichen Situation befinden wir uns, was dieses Wachstumsthema angeht, ja? Dass natürlich die reichen Gesellschaften wie unsere damit unglaublich gut gefahren sind. Ja? Auch im Vergleich wie das früher hieß, zu Eblers Zeiten, eben Entwicklungsländern und so weiter und so weiter. Es ist ja immer so gewesen, dass man systematisch die Vorteile, die man gehabt hat, mit dem Wachstumskonzept noch weiter hat ausbauen können. Deshalb haben wir diesen gigantischen Lebensstandard und immer weitere Möglichkeiten. Du hast es ja schon aufgezählt. Aber sozusagen Konsummöglichkeiten wachsen weiter an, Mobilitätsmöglichkeiten wachsen weiter an, Weltreichweite, wie Hartmut Rosa das neuerdings nennt, ein interessanter Begriff, ja, wächst weiter an, weil wir dieses Erfolgsmodell haben. Und es ist extrem schwer, davon wegzudenken. Ja. Wie kann man sich vom Erfolg befreien? Das ist eine ganz paradoxe Operation. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der beschäftigt mich sehr stark. Und es ist ja so, dass eben diese Erfolgsgeschichte dieses Typs von Gesellschaft ja nicht nur darin bestanden hat, materielle Vorteile zu erringen und die materielle Lebensqualität zu erhöhen, sondern die immaterielle ja auch. Wir können ja in diesen Gesellschaften eine Demokratisierung über die letzten 70 Jahre beschreiben. Wir können eine Erhöhung des Bildungsniveaus, eine Erhöhung von Gesundheit, Lebenserwartung, Partizipation an vielen Stellen. Das heißt, unglaublich viele immaterielle Gewinne. Und das macht es so sehr schwierig, jetzt zu denken, das geht aber nicht mehr, weil der einzige Grund, weshalb es nicht mehr geht, gewissermaßen einer ist, der uns noch gar nicht zu betreffen scheint, und das sind die ökologischen Probleme, die an dieser Stelle und einer anderen der Welt und im Klima und so weiter sich genauso darstellen, wie es Meadows und Co. 72 prognostiziert haben, more or less. Aber das ist etwas, was unsere Lebensrealität nicht unmittelbar tangiert, wohingegen die Gewinne unsere Lebensqualität nach wie vor bestimmen. Und das ist der Widerspruch, der es so extrem schwer macht, zu sagen, naja, wir kommen gar nicht drum rum, uns über eine andere Form des Wirtschaftens Gedanken zu machen. Aber könnte man das nicht entspannter angehen und einfach sagen, okay, wir haben eben Betriebssparten, wo wir anders wollen, das ist dann die Altbausanierung, Solarenergie und Holzverarbeitung, Gott weiß was, kommen wir fördern die mal und verbeißen und nicht in der grundsätzlichen Frage, wollen wir wachsen oder nicht, sondern wir gucken einfach an die Branchen, wo wir wachsen wollen, wo weniger, und dann läuft das schon. Das heißt jetzt nicht so grundsätzlich eine Gesellschafts- und Wirtschaftsdebatte führen, sondern entspannt daran. Entspannt. Ja? Entspannt zu sein ist immer gut, aber wir sehen ja die Ergebnisse bis heute. Nicht? Also wir haben seit den 70er Jahren, oder gehen wir gar nicht in die 70er Jahre, Meadows, nehmen wir das Jahr 1992, als die große Konferenz für Umwelt und Entwicklung war, als wir uns als Menschheit geschworen haben in der Agenda 21, dass wir fortan Richtung Nachhaltigkeit gehen. Wir haben einen Klimavertrag gemacht, wir haben einen Vertrag über den Schutz der biologischen Vielfalt gemacht, wir haben einen Vertrag zur Bekämpfung der Wüstenausbreitung gemacht und so weiter. Und seit diesem Jahr 1992 sind im Weltmaßstab die CO2-Emissionen um 60% gestiegen. Ja, nur mal so diese Asymmetrie zwischen dem allgemeinen Bekunden, man will was machen, was ja auch hier und da geschehen ist, und den großen Entwicklungen. Also das heißt, dieser Inkrementalismus im Kleinen,
der führt uns nicht ans Ziel. Ich will ja auch gar nicht dagegen reden. Also ich meine, in meiner aktiven Zeit natürlich, wenn man politische Verantwortung trägt, je nachdem, welches Ressort man hat, dann setzt man sich eben dafür ein, dass es eben, wenn man Verkehrsminister ist, setzt man sich dafür ein, was weiß ich, dass die öffentlichen Transportsysteme ausgebaut werden, dass Radwege gebaut werden, dass Carsharing vorangetrieben wird. Wenn man Bauminister ist, dann guckt man eben, dass es Innenentwicklung gibt, also bauliche Nachverdichtung gibt, dass der Flächenverbrauch reduziert wird, dass der Wohnbedarf möglichst nachhaltig gedeckt wird und so weiter. Das heißt, man ist in diesem System, natürlich ist man drin, und als Akteur ist das ja auch gar nicht zu kritisieren, aber dennoch müssen wir uns als Gesellschaft, als Ganze, natürlich schon die Frage vorlegen, ob diese kleinen, inkrementellen Fortschritte hier und da, uns, ob die ausreichend sind. Und die sind nicht ausreichend. Man muss sich einfach nur die Größenordnung vor Augen führen. Was wir beschlossen haben im Dezember in Paris, heißt im Prinzip nichts anderes, als in den nächsten 2 bis 3 Dekaden bei uns eine vollständige Dekarbonisierung. Ja, das heißt also weg von den fossilen Energien. Das geht mit diesen kleinen Schritten nicht. Wir können nicht auf der einen Strecke immer weitermachen wie bisher und gleichzeitig uns Ziele nehmen, die im Prinzip revolutionären Charakter haben. Und das heißt, ich würde mal so sagen, pragmatisch gesprochen, je nachdem, an welcher Stelle man tätig ist, hat man natürlich einmal eine praktische Aufgabe zu bewältigen, ob man in einem Unternehmen, in einem NGO oder in der Politik tätig ist. Aber als Gesellschaft insgesamt müssen wir uns natürlich schon die Frage vorlegen, welche Rahmenbedingungen braucht es, damit es in die Richtung gehen kann, die wir so gemeinhin als nachhaltig bezeichnen. Ich will aber noch einen ergänzenden Gedanken zu dem, was Harald da gesagt hat. Ja, es stimmt, es ist ein Erfolgsmodell, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg, pass pro toto, sagen wir mal, erlebt haben, was die zivilisatorischen Errungenschaften betrifft, was das Wohlstandsniveau und so weiter betrifft. Aber wir haben natürlich auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus einen gewissen Überdruss am Überfluss. Das muss man sehen. Also es ist ja nicht nur so, dass die wachstumskritische Debatte sich aus der ökologischen Einsicht speist, sondern wir haben schon in den 70er Jahren, Erich Fromm und andere haben oder sein, auch einen ganz wirkmächtigen Strang von Menschen, die so argumentiert haben, dass sie gesagt haben, dieser ganze Konsum hat auch was Kompensatorisches, weil wir in den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu kurz kommen, kompensieren wir, konsumieren wir, um das sozusagen auszufüllen, dieses große Loch. Und das beobachte ich schon auch in der Gegenwart, dass viele Leute sagen, wir würden ja gerne aus dem Hamsterrad aussteigen, weil wir es eigentlich für falsch halten, aber es gibt eben diese systemischen Zwänge, die es mir individuell nicht ermöglichen, sozusagen mich raus, außer den Aussteigern. Die können das natürlich machen, dieses 1-5% der Bevölkerung, aber eben kein Massenphänomen. Und deswegen glaube ich, da geht es dann auch um Politik, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, die solche Dematerialisierungsstrategien, Nachhaltigkeitsstrategien, kooperatives Wirtschaften und anderes mehr ermöglichen. Das ist dann die Aufgabe der Politik. Um die Frage des Überdrusses aufzugreifen, ist das nicht eine Diskussion von einigen wenigen Intellektuellen, die den Leuten einreden wollen, sie hätten Überdruss am Konsum? Also gestern war ja eine Debatte auf Bellwall über Wachstum. Da kam natürlich immer wieder die Diskussion auf, die Menschen möchten nicht verzichten. Wir führen in Luxemburg eine Verzichtsdebatte. Ich wusste das ja dann tief an. Ja, das ist, ich finde, man zäumt das Pferd von der falschen Seite her auf mit der Verzichtsdebatte. Man kann die Verzichtsdebatte ja einerseits erstens mal umdrehen und sagen, worauf verzichten wir eigentlich unter den gegebenen Bedingungen und unter den Voraussetzungen der Fortschreibung der gegebenen Bedingungen. Ja, wenn ich in einer Stadt lebe, deren zentrales Feature der Individualverkehr ist, dann ist die Stadt sozusagen bestimmt dadurch, dass da Autos parken, rumstehen, fahren und so weiter und so weiter. Und die ganze Landschaft ist determiniert davon. Da würde ich sagen, es ist Verzicht auf öffentlichen Raum. Es ist Verzicht auf Bewegungsfreiheit von Kindern, es ist Verzicht auf Ruhe und so weiter. Darüber reden wir aber nicht, weil das Interessante ist, sobald man sagt Veränderung, erstrahlt der Status quo in einem Lichterglanz, wie er sonst überhaupt nie ist. Ja? Und dann kommt sofort, oh Gott, das bedeutet ja Verzicht oder sowas. Ja? Und das ist ein ganz komischer Kontrast dazu. Das andererseits natürlich, wir wissen aus Umfragen und so, dass Leute schon sehr belastet sind durch Konsum, weil unser Konsumniveau wächst ja ständig an und die Leute müssen ja ohne Unterlass Konsumentscheidungen treffen. Und je schneller die Produktzyklen werden, desto mehr fordern die Produkte ja von einem. Oder mein Lieblingsbeispiel sind ja die immer größer werdenden Bildschirme. Das ist ja was völlig Verrücktes, ja, dass die Wohnungen werden ja in dem Maße gar nicht größer, wie die Bildschirme größer werden. Aber die Leute haben gewissermaßen den inneren und äußeren Zwang, sich diese großen Bildschirme zuzulegen. Und dann sitzen die in diesen Zimmern
und werden gewissermaßen erdrückt von den Sachen. Und das ist ja was Symbolisches, weil man umstellt sich ja von Produkten. Oder wir wissen ja, aus Greenpeace hat ja vor einem Jahr oder was diese Studie gemacht, über den Kleidungskonsum, wo wir inzwischen wissen, dass 40% der Sachen haben, ohne dass das irgendeinen Zweck erfüllt. Aber die Belastung, sich des Zeugs zu kaufen, das auch irgendwann wieder zu entsorgen und sowas, wird immer größer. So, und das sind ja Verzichtsleistungen, die wir uns auferlegen, um ja was zu dienen, einer wachsenden Wirtschaft zu dienen oder einer entsprechenden Industrie zu dienen, die uns diese Sachen natürlich mit immer größerer, wie soll man sagen, Schlauheit andreht. Da kommt ja das Digitalisierungsthema nochmal dazu. Also insofern glaube ich, ist, wenn man den Verzicht mal andersrum diskutiert, dann würde ich sagen, es ist gewissermaßen Verzicht auf Intelligenz. Das ist jetzt sehr streng. Ja, aber dafür sind wir ja da. Ja. Und es wäre schon, und das, da können wir ja hinterher noch Beispiele sagen, es ist schon eine interessante Sache. Also eine der größten Qualitäten unserer Form von Gesellschaft besteht ja darin, dass es unglaublich große Räume zum Ausprobieren von Veränderungsprozessen gibt. Also ich möchte ja nochmal auf den Punkt mit der Erfolgsfalle zurückkommen. Es wäre ja Quatsch zu sagen, es würde überhaupt nur eine einzige Person geben, die wisse, wie man tatsächlich eine nachhaltige, moderne Gesellschaft bauen könnte. Da gibt es keine, die das weiß. Das hat was mit der Geschichte zu tun, die uns gewissermaßen zum Erfolg verdammt hat. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass die Aufgabe ja eigentlich eine sein muss, die man überhaupt nicht theoretisch bewältigen kann. Also Masterplan machen und dann sagen, aha, mit so und so einer Wachstumskonzeption kommen wir. Sondern wir müssen ja, und so haben sich moderne Gesellschaften ja immer weiterentwickelt, wir müssen ja praktisch experimentieren, welche erfolgversprechenden Wege es jenseits der traditionellen Wege gibt. Das finde ich den spannenden Punkt. Und wenn man es so dreht, dann sprechen wir nicht über Verzicht, sondern dann sprechen wir plötzlich darüber, was man ausprobieren kann, was man mit Gewinn ausprobieren kann, wie man sich selber dabei vielleicht auch freuen kann, dass man irgendwas intelligenter machen kann, als es vorher gemacht worden ist, whatsoever. Ja? Und ja, insofern würde ich diese Verzichtsdebatte überhaupt nicht, und ich meine, mal unter uns, alle hier im Raum, besteht ein Verzicht darin, dass man nicht mehr zwei, sondern nur noch einen Kühlschrank hat? Besteht ein Verzicht darin, dass man keinen Stadtgeländewagen fährt? Ja, aber ist das, also mal ernsthaft betrachtet. Also ich stelle mir ja immer, das ist immer eine schöne Operation, den Historiker des Jahres 2500 vor. Ja? Und der guckt so die Gesellschaften am Beginn des 21. Jahrhunderts an. Und dann machen die ihre Quellenauswertungen und diskutieren. Also aha, Gewaltkonflikte. Und so können wir interpretieren. Oder bestimmte neue Formen der Beziehung können wir interpretieren. Und so, und dann kommt einer an und hat so Quellen, Mercedes-Benz-Prospekte, steht Stadtgeländewagen. Und dann sagt so ein Historiker, what the hell? Ja? Was wollten die? Was sollte das sein? Und er steigt aus seinem privaten Jet aus. Nein, die sind ja, das ist ja dann die nachhaltige Gesellschaft. Und zwar so nachhaltig, dass sie nicht über Nachhaltigkeit nachdenken. Das ist der entscheidende Punkt. Reinhard, du warst ja auch Politiker, bist wahrscheinlich nicht ohne Grund nicht mehr Politiker. Haben es die Wissenschaftler und die Analytiker und sag jetzt auch mal wir nicht in einem gewissen Sinne einfach das so zu erzählen, und Politiker können mal gucken, dass auch ja, in den Wahl auf jeden Fall, also ich meine, anekdotisch kann man das natürlich total zerpflücken, das ist vollkommen klar, und die Beispiele, die man ironisieren kann, sind ja endlos. Das ist richtig. Ich, auf dem Weg hierher habe ich ja 3 Stunden Zeit gehabt im Zug und habe mich mal ein bisschen um Luxemburg gekümmert, habe mal ein bisschen gelesen, wie die Wirtschaftsstruktur, ich stelle mir vor, ich wäre Politiker, der hier in Luxemburg Verantwortung hat. Ja, und dann gucke ich mir das Bruttoinlandsprodukt von Luxemburg an, 25% Finanzsektor, knapp 25% Immobilien- und Unternehmensdienstleistungen, Logistik, ein bisschen verarbeitendes und produzierendes Gewerbe, 0,5% Landwirtschaft, Anteil an der Bruttowertschöpfung.
So, und dann frage ich mich, wo sind die Anpackpunkte? Nicht? Also das, und los. Nein, ich will das jetzt nicht hier runterrattern. Doch. Ich will ja die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des befreundeten Nachbarlandes Luxemburg nicht überstrapazieren. Ich werde schon was sagen inhaltlich. Ich will nur sagen, das muss man eben aussehen. Da gibt es ein gewisses Auseinanderfallen zwischen dem Sezieren von Fehlentwicklungen, die teilweise sogar Perversionen sind, völlig klar, vor allem in der Retrospektive, und dem Entwickeln von politischen Gesamtstrategien. Das ist wesentlich schwerer, das Letztere. Und bei den ganzen Diskussionen, was mir immer so ein bisschen gegen den Strich geht, ist, dass man das dann ganz stark individualisiert. Sagt, du musst dein Leben ändern, steige aus, befreie dich vom Überfluss, fang jetzt einfach an und so weiter. Das ist alles richtig, das versucht man ja selber auch und das ist auch sehr löblich und gut. Und alle Initiativen sind prima, nur wenn sie dauernd gegen eine schiefe Ebene anlaufen müssen, weil die Rahmenbedingungen eben nicht förderlich sind, weil so ein Verhalten bestenfalls mal im Sinne einer Nischenaktivität toleriert wird, aber keineswegs gefördert wird, dann hat man natürlich nicht die Effekte und die Größenordnung, um die es geht. Ja? Wie gesagt, also bei aller Liebe zu diesen ganzen Initiativen, für die ich ja auch streite, ob es jetzt Transition Towns oder Urban Gardening sind, die sind natürlich gemessen an der Herausforderung, Reduzierung unseres stofflichen und energetischen Grundumsatzes um den Faktor 10, ja, innerhalb der nächsten Dekaden, sind sie natürlich bestenfalls positiv ausgedrückt Experimente, ja, und keine Dinge, die die Gesamtverhältnisse zum Umschlagen bringen. Also ich bin ja ein sehr starker Anhänger von dialektischen Wechselverhältnissen. Ich sage, wir brauchen diese Pioniere, die in der Nische Neues ausprobieren, ob es jetzt Transition Towns sind, Sharing-Aktivitäten, Prosumenten-Netzwerke, Tauschringe und was auch immer. Und andererseits muss aber irgendwann auch die Politik reinkommen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Dinge das Potenzial haben. Leg aber mal los. Was würdest du denn, das ist das, was jetzt nicht ausreicht. Was würdest du dann effektiv, wenn du in Luxemburg eine Verantwortung hattest oder generell? Also generell. Ja, komm, wir machen generell. Also, du hast uns ja die Aufgabe gestellt, wir sollen 10-Punkte-Plan entwickeln beide. Du musst das jetzt nicht sagen. Nein, aber ich hatte die beiden Referenten gebeten, sich die Frage zu stellen. Ja, wenn sie, der rechte Referent, glaube ich, hat das eher... Na ja, gut, rechts, aber nur rechts von dir. Ne? Ja. Ich denke los. Sozusagen als System, das müssen auch keine 10 sein. Als systemischer denkender Mensch würde ich sagen, man muss oben anfangen. Okay. Das Wichtigste ist, dass man in die Verfassung reinschreibt, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit sozusagen Prinzipien sind, die dann auch einzelgesetzlich wirksam werden können. Okay. Also dass man eine Verfassungsreform macht, das halte ich nochmal für einen wichtigen Punkt. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich für einen wichtigen Punkt halte, sind, dass man sich Ziele setzt. Dass man sich klare Ziele setzt, und zwar Mengenziele und Zeitziele. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt in Bezug auf die zentralen Schlüsselindikatoren Energieverbrauch, Flächenverbrauch, Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß. Das ist ein ganz zentraler Punkt, das ist eine Zeitachse. Das Dritte, was ich mir auf jeden Fall vornehmen würde, wäre systematisch die öffentlichen Ausgaben mir anzuschauen, die der Staat tätigt. Die sind ja in Luxemburg, glaube ich, habt einen Haushalt von 12 Milliarden oder 13 Milliarden. Das ist schon mal eine Masse Holz, ne? Dass man systematisch guckt, wofür gibt der Staat Geld aus und ökologisch kontraproduktive Dinge und Subventionen zurückschrauben. Das wäre der erste Schritt. Und zweitens glaube ich auf jeden Fall, dass wir sozusagen, dass die ökologische Steuerreform eine zweite Chance verdient hat. Das halte ich für einen ganz zentralen Schlüssel, weil ich habe ja eben von der schiefen Ebene gesprochen. Wenn man laufend gegen die schiefe Ebene anrennen muss, ist es sehr, sehr schwierig. Das wären schon mal 3 Großbaustellen. Dann würde ich auch sektoral nachdenken. Also ich meine, man kann sagen, okay, dieser ganze Finanzbereich, der ist so schwer zu knacken, da gehen wir mal gar nicht dran. Aber wenn fast die Hälfte eurer Wertschöpfung oder ein gutes Viertel eurer Wertschöpfung aus Finanzdienstleistungen kommt und das andere Viertel eurer Wertschöpfung kommt aus unternehmensnahen Dienstleistungen, ihr seid ja praktisch, ich habe es ja eben schon so halb ironisch gesagt, ihr seid ja neben Singapur das Land mit dem höchsten Anteil von Dienstleistungen am Bruttoinlandsprodukt. Das sind über 80%, das ist sehr, sehr viel. Dann muss man sich Gedanken darüber machen, how to green the service sector. Also wie man den Dienstleistungssektor stärker an Nachhaltigkeitskriterien auswählt. Das kann man natürlich nicht nur allein durch regulative Prinzipien machen. Dieses kleine Land Luxemburg, sozusagen die Regierung sagt mal, wir domestizieren jetzt den Finanzsektor. Aber das wäre zum Beispiel ein ganz zentraler Punkt, wie man mehr Geld mobilisieren kann in diesem ganzen Bereich für Nachhaltigkeitsziele, für Nachhaltigkeitszwecke. Das halte ich für sehr zu. Das ist ein Thema, an dem ich im Moment sehr stark arbeite, mit der GLS-Bank-Stiftung zusammen. Da sehe ich ein großes Feld der Möglichkeiten. Und dann der ganze Bereich, den Harald gerade angesprochen hat oder den ich auch im Moment stark im Fokus habe, dass man systematisch versucht, diese neuen Formen kooperativen Wirtschaftens auch zu flankieren, zu unterstützen, wo immer möglich, durch staatliches Handeln. Wie gesagt, soziales Sharing ist, nicht zu verwechseln mit dieser Kommerzialisierungstendenz.
ob es die Förderung von Prosumenten-Netzwerken ist, also wo Leute anfangen, auch die eigene Verantwortung zu übernehmen für Produktion, ob es solche Dinge sind wie Energiegenossenschaften und anderes mehr. Das ist sozusagen eine ganze Kaskade von Dingen. Ist das nicht eher eine Durchgrünung der Wirtschaft? Qualitatives Wachstum? Der Wachstumsbegriff, also qualitatives Wachstum, ich habe ja eben gesagt, wo der Begriff herkommt. Ja. Der Begriff war, wenn ich es mal zugespitzt sagen würde, obwohl ich Eppler immer geschätzt habe und nach wie vor schätze, er lebt ja Gott sei Dank noch und schreibt sogar noch viel, ist der Versuch, dass die heiße Kartoffel Wachstum nicht anzufassen und dennoch was zu erreichen. Das war sozusagen der Hintergrund der Debatte über qualitatives Wachstum. Aber die Maßnahmen, die du jetzt genannt hast, sind ja nicht per se wachstumshemmend, oder doch? Die Ziele von Zielen im Bereich Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, Flächenverbrauch, CO2-Ausstoß ist natürlich schon mal ein ganz starker Deckel, das muss man ganz klar sagen. Dass man das mit den traditionellen Wachstumsstrategien erreichen kann, halte ich, Stichwort Rebound-Effekt, für völlig unrealistisch. Ja, also insofern, mir geht es jetzt an dieser Stelle nur darum, ohne jetzt die Luxemburger Verhältnisse genau zu kennen, dass man zwischen dieser Größe der Fehlentwicklung und den rein individuellen Strategien dazwischen einen großen Raum hat, den man politische Gestaltung nennt. Und dass man Wachstum nicht irgendwie so als so eine Sache, das kommt einfach, das müssen wir müssen damit umzugehen lernen, sondern dass man versucht, das zu gestalten. Was dann am Ende des Tages rauskommt, hängt ja auch davon ab, wie man es misst. Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist ja eine bestimmte Messgröße. Die hat Kondratjew im Prinzip in den 30er Jahren entwickelt. Das könnte man ja auch ändern. Es gibt ja jede Menge Versuche, anders zu messen. Ob es jetzt der Human Development Index ist, der Index of Sustainable Economic Welfare, der nationale Wohlfahrtsindex oder wie auch immer. Entscheidend ist ja am Ende des Tages, dass die ökologischen und die sozialen Teilziele auch erreicht werden. Harald, würdest du das Gleiche machen, oder? Naja, also das ist von den einzelnen Schritten, wie sie skizziert worden sind, sicherlich Teil eines Gesamtpaketes oder einer Kombinatorik, die man entwickeln müsste. Ich hätte auch die Frage gehabt, ob mit den Dingen, die du genannt hast, das Wachstumsthema überhaupt schon betroffen ist, weil alles das, was du gesagt hast, würde ja zunächst dem gar nicht Abbruch tun, was der große Zug im Moment in die Nicht-Nachhaltigkeit ist, nämlich das Ansteigen der Gütermengen, das Ansteigen der Transporte, der Mobilitätszuwächse und so weiter und so weiter. Das ist davon ja noch nicht. Die Ziele, das Setzen von Zielen, das Verankern in der Verfassung sozusagen, der Konstitution und das gleichzeitige Setzen von Zielen, ja, also wie willst du ein Verkehrssystem in der jetzigen Form auch nur näherungsweise erhalten, wenn du in den nächsten zwei Dekaden, sagen wir mal, um 90% beim CO2-Ausstoß runter muss. Ja, das ist magisches Denken. Das ist magisches Denken, genauso wie die Formulierung des 1,5-Grad-Zieles magisches Denken ist. Da kommen wir ja an einen ziemlich interessanten Punkt, weil wir natürlich den eigentlichen Aspekt, dass der ganze Laden vor allem deswegen so läuft, wie er läuft, weil das Wirtschaftswachstum die zentrale Größe ist und dass darüber realisiert wird, dass immer mehr Material verwendet wird, was umgewandelt wird in Güter, die die Leute dann haben. Das ist durch die Dinge, die du genannt hast, ja noch nicht tangiert. Würde ich absolut widersprechen. Wieso? Faktor 10, also wenn du Ziele setzt. Ja, Faktor 10. Ja, das wenn du Ziele setzt, nicht Faktor 10, absolute Reduktionsziele. Nehmen wir nur mal CO2 als einfaches Beispiel. Es ist klar, dass die Art und Weise, wie wir wohnen, wie wir uns bewegen, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren, nicht möglich ist, sozusagen auf dem heutigen Niveau, wenn ja, du gleichzeitig... Ja, das ist mir völlig klar. Da kannst du doch Ziele... Ja, was wäre denn da die Alternative dazu, den Leuten im Einzelnen dazu sagen, was sie zu machen haben? Nein, oder? Das ist nicht meine Alternative. Ich rede jetzt über Politik. Ja, aber... Du hast vorhin selber gesagt, dass dieses Pariser Abkommen ein hohes Maß an Fiktionalität hat. Du hast vorhin viele Beispiele aufgezählt, die seit 1972 trotz einer seither begonnenen Debatte über Ökologie und später noch viel stärker über Klima bislang empirisch nichts daran getan haben, dass in allen relevanten Sektoren und eben auch Verschmutzungs- und Zerstörungssektoren Zuwächse zu verzeichnen sind. Das hat unter anderem ja auch was mit der Globalisierung zu tun, nämlich die Übernahme nicht nachhaltiger Praktiken oder den Austausch nachhaltiger gegen nicht nachhaltige Praktiken. Das ist das, was in der Globalisierung passiert. Deshalb sehen wir diese schönen Bilder von den Leuten in Peking und so weiter und so weiter, weil die ihre Fahrräder gegen Autos getauscht haben. So simpel ist das Ganze ja. So. Und insofern glaube ich, dass wir
dass wir tatsächlich nicht auskommen ohne eine Diskussion, nicht ohne eine Diskussion, sondern um eine Umsetzung von Wirtschaftsformen, die jenseits des Wachstums liegen. Das heißt? Na, das heißt, dass zumindest für die reichen Gesellschaften das natürlich gar kein utopisches Projekt ist, sondern dass man sich natürlich darüber verständigen könnte. Erstmal ist ja die große Frage, was bringt eigentlich das berühmte Wirtschaftswachstum? Wir haben ja lange Phasen gehabt, wo man beispielsweise jährlich 3% Steigerung in der Staatsverschuldung gehabt hat und tolle 1,5% Wirtschaftswachstum. Streeck vertritt die These, dass wir seit Mitte der 70er Jahre faktisch gar nicht mehr wachsen. Eben, dass wir gar nicht mehr wachsen. Also das heißt, erstmal ist eine Optikveränderung vielleicht interessant, wo bestimmte Glaubenssätze aus der Ökonomie vielleicht mittlerweile von der Wirklichkeit längst widerlegt sind. Ich hatte ja auch mal gehört, dass das alles auf Zins basiert, scheint auch nicht so richtig mehr zu stimmen. Mit dem Wachstum könnte es so ähnlich sein. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass eigentlich wir zum Beispiel von den Glücksindizes her überhaupt keinen Hinweis darauf haben, dass ein Mehr an Gütern, ein Mehr an Einkommen ab einem bestimmten Niveau das Glück, das subjektive Glücksempfinden. Aber wie das verstärkt. Umsetzen, Harald, das ist ja die Frage. Welches kann der Beitrag der Politik, der Akteure, des Einzelnen sein, um diese Hinterfragen? Jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, wo wir vielleicht auch einen Dissens haben. Ich glaube, dass an der Stelle, wie das in der Politik umsetzen, da kommt ja sofort der Verzichtshammer. Da sagt ja dann jeder, der in der Politik aktiv ist, das kann ich nur bis zu der Grenze machen, wo die Leute sich nicht in Zuckungen am Boden winden und sagen, da muss ich ja auf irgendwas verzichten. Und jetzt käme ich und würde sagen, da brauchen wir diese zivilgesellschaftlichen Bewegungen, wo nicht nur anders gewirtschaftet wird, sondern wo auch andere Modi, sagen wir mal, der Sinnbildung oder der Glücksbildung oder sonst was mit Händen zu greifen sind. So, und insofern muss Politik im Grunde genommen das auch ausbeuten. Ich würde dir übrigens auch noch an einem anderen Punkt widersprechen, weil du gesagt hast, ja, das mit dem Urban Gardening und so weiter, das rockt ja nicht. Das habe ich nicht gesagt, im Gegenteil. Ich unterstütze das auf ganzer Linie nur, wenn du über 90% Reduktion deines Stoffmetabolismus redest. Ja, aber das ist 90% Reduktion, das ist ja ein Popanz. Ich weiß doch kein Mensch, wie das zu machen ist. Aber jetzt möchte ich doch mal den Punkt machen. Das ist zum Beispiel keine soziale Innovation in den letzten 10 Jahren von keiner Wissenschaft, von keiner politischen Fraktionierung oder sonst was gegeben hat, was einen so weltweiten Siegeszug gehabt hat wie das Urban Gardening. Worauf ich hinaus will, ist, wir antizipieren doch nie die Nebenfolgen, weder im positiven noch im negativen Sinne, ja? Sondern sehen auf irgendwelche Dinge, die sich dann messen lassen. Und ich finde es eine enorme Veränderung, wenn ein kleines, niedliches, in Luxusgesellschaften entwickeltes Konzept einer neuen Vergemeinschaftung, am Beispiel Garten, einen weltweiten Siegeszug antritt, innerhalb kürzester Zeit. Das finde ich eine interessante Geschichte. Und es gibt ähnliche Dinge, und die können möglicherweise mehr dazu beitragen, deine 90% Reduktion zu erreichen, als irgendwie... Das ist meine 90% Reduktion. Ich glaube, du verstehst das. Das ist dieser Voluntarismus, dieser feuilletonistische Voluntarismus, würde ich mal sagen. Ist egal, alles, es kommt doch nicht so genau darauf an, es sind alles nur Fiktionen. Also ein paar Dinge wissen wir ja doch. Ich meine, ich bin der Letzte, der ein Anhänger von 100% Scientismus ist, was du ja selber so nach dem Motto, die Naturwissenschaft gibt uns vor, was wir zu machen haben. Wir müssen die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bei 400 ppm reduzieren. Das bedeutet, wir müssen so und so viel reduzieren. Also naturalistischer Fehlschluss. Das glaube ich nicht. Aber ich sehe schon einen, im Englischen sagt man Mismatch, also sozusagen die Größe der Herausforderung und die realen Veränderungen. Und was ich so ein bisschen als Problem fast schon so erfühle, ist, dass viele Leute, die mit der, ich sag's mal ganz salopp, die sich an die großen Herausforderungen nicht dran trauen, ständig äußerst löblich über die verschiedenen Kleinstinitiativen reden. Dann lass uns sagen, ist doch wunderbar, dass das alles gibt. Dann lass uns über einen Systemwechsel sprechen. Ja. Also das ist nämlich das ist der andere Elefant, der im Raum ist. Okay. Ja? Also dass man vielleicht mal sagen muss, diese Form von wachstumswirtschaftlichem Kapitalismus, mit dem kommt man nicht durch das 21. Jahrhundert. Und wenn wir ehrlich zueinander sind, dann müssen wir, wenn es ganz toll läuft, eine andere Form von Kapitalismus entwickeln. So, einer, der als oberstes Ziel, und da hättest du ja dann auch Nachhaltigkeit im Verfassungsrang,
das oberste Ziel hat, nicht so zerstörerisch mehr zu sein, wie er gegenwärtig ist. Und er ist extrem zerstörerisch, insbesondere in Relation zu Gesellschaften, die dieses Wohlstandsniveau noch nicht erreicht haben. Ich möchte das mal ganz kurz, eine Sache, die mich beschäftigt, und ich bitte auch für diese Diskussion in Rechnung zu stellen, muss ich wirklich ehrlich sein, niemand von uns weiß, wie die Chose gehen soll. Und deshalb beschäftigt mich eine Grafik, die ich in letzter Zeit häufig verwende, sehr stark. Man kann nämlich eine Korrelation herstellen oder eine einfache Abbildung machen nach Lebenssicherheitsindizes. Welche Gesellschaften haben die höchste Lebenssicherheit? Komplizierter Index, da ist sowas drin wie materieller Wohlstand. Was meinst du unter Lebenssicherheit? Ja, das erkläre ich ja gerade. Okay. Da ist sowas drin wie materielles Niveau, da ist sowas drin wie Lebenserwartung, da ist sowas drin wie das Gewaltniveau der Gesellschaft, da ist sowas drin wie das Bildungsniveau, Alphabetisierungsrate. Ich nenne das Lebenssicherheit. Ja? Und das korreliere ich mit dem Carbon Footprint. Ja? So. Und wenn ich so eine Grafik mache, dann kommt ein völlig verheerendes Bild raus, dass die Gesellschaften mit dem geringsten Carbon Footprint die geringste Lebenssicherheit haben und die mit der höchsten Lebenssicherheit den höchsten Carbon Footprint. Und wenn man so eine Grafik macht, dann bleibt so ein Feld, wo eigentlich der Match stattfinden müsste, nämlich Lebenssicherheit plus Nachhaltigkeit, und dieses Feld ist total leer. Davon haben wir nichts. So, und das macht die große, und das ist dann am Ende eine systemische Frage, das macht das große Problem aus, und das habe ich vorhin schon versucht anzudeuten, dass unser Erfolgsmodell ja eines ist, was wir ja was die immateriellen Werte angeht, um keinen Preis aufs Spiel setzen wollen. Wir kennen das bisher aber nur, dass wir das erkaufen um den Preis der Nicht-Nachhaltigkeit. Und this is the problem, ja? Und dann gilt die Suche, wenn du schon so groß haben möchtest, muss man dann die Frage auch tatsächlich systemisch stellen und sagen, was gibt es für eine Form von einem wachstumsbefriedeten Kapitalismus? Gibt es den? Oder gibt es dann irgendetwas ganz anderes? Da geht es wirklich ans Eingemachte. Das ist Konsens, ja. Das ist absolut. Ich meine, der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, der ist sowieso nicht zukunftsfähig. Das ist unmöglich, diese ständige Externalisierung, das Abladen auf zukünftige Generationen oder auf Menschen in anderen Teilen der Welt, das wird immer schwieriger. Und die Wachstumsfrage ist ja auch nochmal ein interessantes Thema. Ihr habt ja hier offenbar das Problem, hätte ich fast gesagt, dass ihr glaubt, von 3-4% Wachstum pro Jahr überrollt zu werden. In den meisten OECD-Ökonomien ist es so, dass die scharren und kratzen, um irgendwie 1 oder 1,5% zu generieren. Also wir sind schon gar nicht mehr in der Situation, dass wir sozusagen uns wie eine Determinante aussuchen könnten, okay, machen wir mal 1% oder 2% jährlich, sondern es gibt ja diese These von der sogenannten säkularen Stagnation, dass in entwickelten Gesellschaften irgendwann der Punkt kommt, wo einfach Wachstum aus dem System heraus nicht mehr generiert wird, aus demografischen Gründen, ja, aus Sättigungsgründen, und auch aus Gründen des Strukturwandels, weil der wachsende Dienstleistungssektor, wie ihr den ja auch habt, nicht annähernd die Produktivitätswachstumsraten bringt wie der Industriesektor. Das heißt, also das sind drei ganz starke Faktoren, die aus der immanenten Logik des Kapitalismus dazu führen, dass es eine säkulare Stagnation geben kann. Nun ist ja gleichzeitig natürlich ständig bemüht, neue Felder des menschlichen Lebens zu kolonisieren und ökonomisch sozusagen zu besetzen, also durch die Werbewirtschaft und anderes mehr. Ich will nicht sagen, dass das sicher ist, aber es ist nicht so, als wenn man quasi jetzt durch eine Entscheidung herbeiführen könnte, dass man kein Wachstum mehr hat. Wachstum ist immer eine Resultante aus verschiedenen Prozessen. Und in den saturierten kapitalistischen Gesellschaften ist es so, dass Wachstum in ganz hohem Maße selbstsuggestiv ist. Das hat der Wolfgang Streeck in seinem Buch Gekaufte Zeit sehr, sehr schön beschrieben. Er sagt ja im Prinzip, wir sind seit Mitte der 70er Jahre, machen wir Wachstum auf Pump. Ja. Das, was wir als Wachstum bilanzieren, hat in Wahrheit schon als Gegenbuchung die Schulden und so weiter, das ist schon längst neutral. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite, was ich noch ansprechen möchte, was wir natürlich in den westlichen kapitalistischen Gesellschaften haben, sind, wir haben ein Nebeneinander von Wachstums- und Schrumpfungsprozessen. Ja, wir müssen Wachstumsmanagement und Schrumpfungsmanagement gleichzeitig lernen. Ihr seid nun ein sehr kleines Land. Ja, und diese eine große Stadt habt ihr nur. Ja, da ist natürlich, man müsste euch eigentlich eher vergleichen mit Hamburg oder Bremen, sagen wir mal. Und dann schauen, da hat man natürlich eine Tendenz zum Zuzug, zur stärkeren Individualisierung. Die Wohnungsgrößen werden größer und ihr habt obendrein auch noch viel Dienstleistungen, einen Bereich, in dem Leute auch von außen reinkommen. Das heißt, dass wir da, wo viele Menschen hinstreben,
oder jetzt Migration ist noch ein weiteres Thema, dass man da in der Tat im Sinne von rationaler Planung versucht, die externen Effekte so gering wie möglich zu halten. Aber gleichzeitig haben wir es natürlich auch mit Schrumpfungsmanagement zu tun. Das ist einfach ein Faktum in vielen Teilen der Republik, ob es jetzt die Uckermark ist in Deutschland oder Nordhessen oder der Pfälzerwald oder anderes mehr. Da werden wir Entwicklungen haben, wo es deutlich zurückgeht. Und das heißt, wir müssen da schon auch wirklich sehr, sehr stark differenzieren. Aber wichtig ist mir nochmal, nicht im Sinne von einer zu geringen Wertschätzung für diese kleinen Initiativen. Das ist mein ganzes Arbeit, mein Leben lang, würde ich sagen, immer solche sozialen Initiativen, wo immer möglich zu fördern und selber auch mitzumachen, wo es geht. Aber wir brauchen förderliche politische Rahmenbedingungen. Darauf bestehe ich. Und diese Attitüde, die da häufig lautet, ach, vergesst doch die Politik, das bringt doch eh alles nichts. Ja, lass uns selber machen, das ist einfach eine falsche Zuspitzung. Ja, aber die spitzt ja niemand so zu. Ja, da fallen mir aber jede Menge Beispiele zu ein. Aber das ist ja jetzt gar nicht unser Thema, weil die Entgegensetzung so war ja nicht da. Nur wenn ich auf der großen, großflächigen Ebene ansetze, dann stellen die Probleme sich nicht minder scharf dar als, sagen wir mal, auf der mittleren Ebene. So, aber vielleicht, wir sollen ja heute auch mal ein bisschen konkret sein. Mhm. Reinhard hat das ja schon mit 4 von seinen 10 Punkten auch schon gemacht. Aber ich würde mal einhaken, zum Beispiel bei dem Punkt Internalisierung von Kosten. Das ist ja ein starker Topos, der wird ja schon seit langer Zeit diskutiert. Also der schlichte Faktor, dass die Produkte nicht die wahren Preise beanspruchen, weil vieles von den Kosten nicht in die Produkte eingeht und beim Verbraucher auch nicht ankommt. So, das heißt, die Umweltkosten, was weiß ich, was bedeutet es für die Meere, der ständig wachsende Transport, Containerschiffe und so weiter, alles, was da an Verschmutzung, bla bla bla. Jetzt gibt es da eine interessante Überlegung. Ich habe die mit meinen Ökonomiestudenten aus St. Gallen mal gemacht. Was bedeutet eigentlich, wenn wir das mal ernst nehmen und diese Kosten internalisieren würden? Naja, das bedeutet etwas sehr Einfaches. Es bedeutet, dass der Unternehmensgewinn, es gibt ja 2 Unternehmen, die das mal ernsthaft für sich gerechnet haben, um 90-95% sinkt. Das ist natürlich ein echter Brocken. Ja? Also wenn ich das einrechne und sage, dass wir kommen, rechnen alle diese externalisierten Kosten ein, dann geht es total nach unten. Was ist die Lösung davon? Naja, klassisch würde man sagen, dann muss ich als Unternehmer Kosten senken. Wenn ich aber die Voraussetzung habe, dass ich keine Externalisierung mehr habe, dann sind natürlich die Senkungen der Kosten dort aufzufinden, wo ich zum Beispiel zu viel Mobilität habe, wo ich das Zeugs von irgendwie über 8000 Meilen und durch den Panama-Kanal oder sonst was das T-Shirt transportiere, sind unter der Internalisierungsvoraussetzung Kosten, die ich einsparen kann. Es kann plötzlich viel interessanter sein, das Zeugs näher zu produzieren. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache. Aber ich meine, über solche Hebel, ja, wenn man politisch zum Beispiel mal wirklich ernsthaft diese Internalisierungsfrage auf die Agenda schreiben würde, käme man einer anderen Form des Wirtschaftens viel näher als über Zielsetzungen XYZ wie im CO2-Index. Aber die Internalisierung der externen Kosten, das ist ja so ein uralt Thema, glaube ich, der Ökologiebewegung. Ich muss ja sagen, dann ist man definitiv auf europäischer Ebene. Ich würde jetzt nicht wagen, hier den Luxemburger Minister aufzufordern, die Internalisierung der externen Kosten in Luxemburg alleine umzusetzen. Wir sind auf europäischer Ebene oder nicht zumindest. Und wir müssen aber trotzdem feststellen, dass auf europäischer Ebene die Richtung eher in Richtung Neoliberalität geht. Ja, das ist ja nicht mein Punkt. Nein, das ist ja das. Ist aber schon der realpolitische Punkt, oder? Ja, wenn wir über das Realpolitische reden, dann können wir auch sagen, wir machen in den reichen Gesellschaften das Spielchen noch 30 Jahre weiter. So lange hat man nämlich das Ding durchzuhalten, auf Kosten von allem anderen, und haben eine gute Realpolitik, dass alle in diesen Ländern noch einigermaßen über die Runden kommen. Aber so. Du stellst ja eine falsche Dichotomie auf. Die Dichotomie bei dir lautet ja, das ganze Ziele setzen, das bringt es nicht. Lass uns doch jetzt mal über Internalisierung, externe Effekte reden. Das war ja gerade deine Formulierung, wörtlich sogar. Und ich denke, das ist eine Verwechslung der Ziel-Mittel-Relation. Die Ziele sind wichtig und beispielsweise die ökologische Steuerreform oder der Emissionshandel oder was auch immer, also jedenfalls so, dass die Preise mindestens mal näherungsweise die ökologische Wahrheit sagen, sind der Versuch, ein Instrument zu etablieren, um diese Ziele zu erreichen. Also da sehe ich eigentlich gar keinen so fundamentalen Widerspruch. Also
ich finde sowieso, wir müssen, weil dein Punkt war ja, ich habe das ja damals sowohl in Wuppertal in meiner Zeit dort, dieses ständige Harmonisierungsargument, wir können das nur machen, wenn das mindestens mal OECD-weit harmonisiert wird. Das ist auch ein Argument, um sich zu verstecken. Ich will jetzt nicht Luxemburg sagen, aber wenn gleichgerichtete Staaten, ja, 5, 6 in Europa so einen Nukleus bilden würden, um sowas einzuführen, hätte das natürlich auch eine enorme Durchschlagskraft. Also insofern darf man sich da auch nicht rausreden, so nach dem Motto. Das ist, glaube ich, der Gedanke, dass man sich fragt, was ist die angemessene politische Strategie? Und wir müssen unterscheiden lernen, also im Sinne der Mehrebenenpolitik. Mikropolitik ist das eine, dass man vor Ort kann man sehr, sehr viel machen, gerade in dem Bereich, der dir so wichtig oder der uns so wichtig ist, so kooperative Wirtschaftsformen im weitesten Sinne zu fördern. Da kann man im Rahmen der Mikropolitik, der Kommunalpolitik, der Vorort-Lokalpolitik, kann man sehr, sehr viel machen. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber du brauchst ein paar zentrale Stellgrößen, wo sozusagen der Zug von selber in die richtige Richtung fährt. Oder wie du es genannt hast, dass es nachhaltig ist, ohne dass man drüber nachdenken muss. Weil es wirklich auf Dauer sehr schwierig ist, gegen eine schiedende Ebene anzulaufen. Natürlich kann man auch in der autogerechten Stadt Fahrrad fahren. Ja, das kann man. Das machen auch viele. Ja, aber es ist besser, wenn es eben eine fahrradgerechte Stadt ist. Natürlich kann man, wenn man einem die Preise ständig signalisieren, geh verschwenderisch mit Ressourcen um, trotzdem Ressourcen sparen. Aber besser ist es, die Preisstruktur signalisiert einem, geh sparsam mit Ressourcen um. Das ist eben sozusagen diese... Sollen wir ein harmonisches Zwischenresultat hier machen? Zwischenresultat? Nee, ich möchte die Fragen in den Saal reingeben. Ja, deshalb, auch wenn die Diskussion gut läuft, wissen die Leute... Ich habe nur zwei kurze... Ja, Zwischenresultat, das war so gemeint. Ich habe zwei kurze Fragen noch, bitte, weil die aber so relevant sind. Die eine... weil Harald, ich glaube, auch gerne darüber redet, die andere, weil sie sehr wichtig ist, für dich zuerst, Reinhard. Worüber gerne redet, habe ich nicht verstanden. Super, super. Du hast gesagt, Diskutanten-Bashing durch die Moderatorin. Super, finde ich gut. Reinhard, auf. Das eine, worüber ich gerne rede, das andere, was wichtig ist. Das habe ich aber jetzt nicht so verstanden. Nein, nein, überhaupt nicht. Also so halb ist es auch so gemeint. Also die wichtige. Nee, Reinhard, mit verbunden ist ja schon die Frage der Finanzierung des Sozialsystems, was auch in Luxemburg ein großes Thema ist, weil dann eben versucht wird, eher die Diskussion in Richtung, welche Branchen sollen wachsen, qualitatives Wachstum zu führen, auch aus der Sorge heraus, wie kriegen das Sozialsystem. Also welche Branchen sollen wachsen? Die Frage muss man sich als Ökologe allerdings auch vorlegen. So würde ich das nicht dann als qualitatives Wachstum, sondern als selektives Wachstum sehen. Nicht, dass also in bestimmten Bereichen auf jeden Fall bestimmte Dinge wachsen müssen. Und wir dürfen etwas aus dem Schublade plaudern. Es gab auch Vertreter der Regierung, die lieber über selektives. Ja, aber selektives Wachstum ist ja auch sinnvoll. Der Satz müsste eigentlich heißen, es geht um selektives Wachstum und Schrumpfung. Es müssen bestimmte Bereiche selektiv schrumpfen und andere müssen selektiv wachsen. Und das ist eine Aufgabe der Gesellschaft, das zu definieren, auch natürlich auch unter Berücksichtigung der ökonomischen Realitäten, wenn man in der Politik Verantwortung trägt, aber das müsste die Grundorientierung sein. Okay, aber Sozialsysteme. Die sozialen Sicherungssysteme, ich habe das ja so verstanden, also nach der Lektüre der verschiedenen Interviews mit dir zum Beispiel, unter anderem, dass das auch wichtig ist, oder nicht wichtig, dass man das wohl den Zuwachs der Bevölkerung, der hier Richtung 1,2 Millionen oder 1,1 Millionen gehen soll, gegenüber heute, weiß ich nicht, 600.000 oder so, das ist ja schon mal ein Ding, das ist eine Verdopplung, nicht? Und das Einzige, was ich da dachte, als ich das las, wenn man zusätzliche Leute holt, um die soziale Sicherung der heutigen zu finanzieren, dann darf man natürlich nicht vergessen, dass man damit auch für die Zukunft Ansprüche sozusagen erteilt. Es ist ja nicht nur so, wenn du Leute jetzt sozusagen zur Finanzierung des Sozialsystems holst, die erwerben ja auch Ansprüche. Die kommen ja nicht nur hierher und zahlen gerne ein, damit ihr es besser habt oder damit ihr euer, ich habe nochmal nachgeguckt, ihr seid ja mit das reichste Land der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in Luxemburg weltweit am höchsten. Je nachdem, wie man genau rechnet, aber mit am höchsten, sagen wir es mal so. Ihr habt, wenn man das EU-Durchschnittseinkommen nimmt, habt ihr das 2,5-fache des EU-Durchschnittseinkommens. Wir haben das 1,18-fache in Deutschland. Nur mal so als Größenordnung. England das 1,2-fache. So, also der Gedanke war jetzt nur, wenn man quasi zur Finanzierung der eigenen sozialen Sicherungssysteme, die ja über Umlagemechanismen laufen, Leute holen will und das auch so begründet, dann darf man nicht vergessen, dass man auch neue Ansprüche... Wachstum, man begründet das Wachstum. Ja, aber man kreiert natürlich auch gleichzeitig Ansprüche, die in Zukunft eingelöst werden müssen, was wieder ein zusätzlicher Wachstumstreiber ist.
Ich meine, ich hätte vor 2 Jahren hier auf der Diskussion auch meine Alternative mindestens mal skizzenhaft umrissen. Ich will das nicht sagen, dass Sie sich alle erinnern müssen, aber ich bin selber eher ein Anhänger eines steuerfinanzierten Systems des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja, dass wir wegkommen müssen, das ist aber keine Sache, die man von heute auf morgen machen kann, sondern eine systemische Umstellung, dass man den Steueranteil in den sozialen Sicherungssystemen erhöht und die Finanzierung sozialer Sicherung, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und Gesundheitsvorsorge, und das haben wir noch, eins fehlte noch, egal, dass man das nicht alles über die Arbeit finanzieren lässt, über Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern das im Prinzip eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Das ist mein Ansatz, den ich aber gerne auch bei Bedarf entfalten könnte. Okay. Harald, dann die letzte Frage. Jetzt kommt was Spielerisches. Ich kann mir auch sowas einfallen lassen, aber dann bist du frustriert. Nee, Harald, du hast Lust gehabt, deine Einschätzung über Jeremy Rifkin. Ach, damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Nicht mehr? Sollen wir es lassen? Nee, mach das mal. Mach das mal und dann komme ich rein, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich selber sehr auch in der Harald hat eine sehr dezidierte Meinung dazu. Ja, der Herr Walt ist sehr unnuanciert in seiner... Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich schlecht über Rifkin reden sollte, von all dem, was man schlecht über Rifkin reden könnte. An welcher Stelle? Sie, also, in Luxemburg wird viel über das Modell Rifkin, Industrielle Revolution 4.04 diskutiert, das auch in der Philosophie von Jeremy Rifkin eine Chance wäre, um... Wie soll ich es formulieren, das Wachstum dann ökologisch nachhaltiger zu gestalten? Ja, also das ist diese Null-Grenzkosten-Klamotte, oder ja, was? Und auch Regionalisierung erneuerbare Energien. Ja, das ist natürlich, wie fast alles von dem, was Rifkin in seinen Büchern schreibt, sind es irgendwie fantasievolle Konstruktionen à la mode, die zum Beispiel in diesem Fall die ganz zentrale Schwäche darin haben, dass von der materiellen Basis von Produktion völlig abgesehen wird. Denn wir können ja reden, worüber wir wollen. So viel Digitalisierung, bis der Arzt kommt. Produkte bestehen nicht aus Nullen und Einsen. Nahrungsmittel bestehen auch nicht nur aus Nullen und Einsen. 3D-Drucker bestehen auch nicht aus Nullen und Einsen. Und das Material, was ich bei 3D-Druckern drucke, besteht auch nicht aus Nullen und Einsen. Und deshalb ist das irgendwie... Das ist Mickey Maus, ja, beziehungsweise Daniel Düsentrieb auf einer wirklich magischen Ebene. Und davon ist noch überhaupt nicht die Rede, was wirtschaftliche Interessen sind, was Machtungleichgewichte sind und wie Kapitalismus funktioniert und sonst wie. Ja. Also das ist wirklich von A bis Z Quatsch. So, aber das ist so, das spielt so wie seine anderen Bücher auch mit den Dingen, die gerade mal so ein bisschen en vogue sind, und dann werden die wie so ein Baukasten zusammengesetzt und dann sieht das unheimlich gut. Wenn es nach Rifkin ginge, dann wäre längst die Arbeitszeit total reduziert, weil das hat er vor Jahren schon geschrieben. Ist aber nicht der Fall. Die Arbeitszeit steigt an durch Digitalisierung. Wir hätten eine empathische Kultur, weil das ja die Zukunft ist, empathisch zu sein. Wir hätten alles Mögliche, ja, die ganze Welt, ein bunter Ponyhof und so weiter, wenn es nach Rifkin ginge. Und ich meine, wenn ich schon polemisiere, ja, jetzt ist den auch fast aller, gut. Genau, aber den allertollsten Satz, den Jeremy Rifkin jemals gesagt hat, war: Ich fliege im Monat 40.000 Meilen, um die Welt vor dem Klimawandel zu retten. Okay? Okay? Und mehr braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, jetzt reicht's. Oh, Harald, Mann. Reinhard, einen Satz noch. Einen Satz schaffe ich nicht. Zwei dann. Ich will auch gar nicht eine Lanze für Jeremy brechen. Ich will Folgendes sagen. Das letzte Buch von ihm, die sogenannte Null-Grenzkosten-Gesellschaft, vertritt ja die These, ich mache es mal vereinfacht, dass durch die Sharing Economy, den kollaborativen Konsum, die Digitalisierung und den 3D-Druck im Prinzip unsere Gesellschaft nicht nur nachhaltiger wird, Stichwort Ressourceneinsparung, und nicht nur sozialer wird, Stichwort Kooperation, sondern dass durch diese neue Form auch der Kapitalismus früher oder später komplett von der Bühne verdrängt wird. Bei ihm heißt es ja, zunächst wird sich der Kapitalismus mit der kollaborativen Ökonomie die Bühne teilen müssen,
um früher oder später dann sozusagen von ihr verdrängt zu werden. Das ist eine extrem optimistische, man könnte auch sagen naive, mindestens aber stark vereinfachende Sichtweise auf die Sharing Economy. Es gibt ja auch eine exakt gegenteilige Perspektive, die da lautet, etwa von Evgeny Morozov oder Sascha Lobo und anderen vorgetragen, die Sharing Economy wird dazu führen, dass sozusagen auch noch die letzten Sphären der menschlichen Existenz jetzt ökonomisiert werden, dass alles sozusagen nur noch gegen Geld gemacht wird, dass Dinge, die wir ehedem aus Nächstenliebe und Empathie gemacht haben, in Zukunft zu Business Cases werden und wir alle nur noch uns ständig zu Markt tragen und uns fragen, wie können wir noch in dieser oder jener Sharing-Aktivität ein bisschen Geld verdienen. Meine These ist, mit der ich mich auch in einem langen Aufsatz intensiv auseinandergesetzt habe, ist, keine dieser beiden Entwicklungen ist zwangsläufig. Da komme ich wieder zur Politik. Man kann die Dinge auch regeln. Man muss sie dann aber auch regeln. Wenn wir die Dinge einfach treiben lassen, dann wird die Sharing-Economy, anders als Jeremy Rifkin glaubt, eben nicht dazu führen, dass wir eine nachhaltige Gesellschaft kriegen, sondern dass wir in der kompletten Dumpinghölle landen, weil sozusagen sämtliche Standards erodiert werden. Und deswegen muss man bei ihm genau hingucken. Er ist trotzdem ein sehr innovativer Typ. Es ist nicht so, dass er nur irgendwelchen Tendenzen hinterherläuft, aber das würde jetzt so weit ist auch innovativ. Ja. Aber besser. Nee, stopp jetzt, pardon. Wir müssen die Frage in den Saal gehen. Nein, wir können gerne sofort in den Saal gehen. Ich will nur sagen, ich meine, wenn jemand, der hatte einfach eine Methode. Die Methode ist, alle 3-4 Jahre sich ein neues Thema zu suchen. Das fing an mit dem Entropiegesetz, ging über Zugang, den Planeten der Rinder und so weiter. Aber dass er kein ökologisches Bewusstsein hat, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Aber ich habe mich auch gewundert, als ich dieses Buch gelesen habe, genau wie Harald sagt, wo ist die Physis? Wo ist die Existenz? Wir können ja schließlich mit dem 3D-Drucker keinen Boden drucken. Ja? Der Boden die Botschaft ist natürlich. Ist klar. Oder? Ja. So, ich ging dann froh in den Saal und ging die Question pour la salle. Celui qui veut poser une question en français peut le faire. Je vais essayer de traduire correctement. Also, froh in den Saal, immer ein und da ging kurz froh und dann nicht so lange Statement, dass man genug Leute durch. Das ist eine Geschichte von mir, ich kann da weiß. Ja, in der ersten Frage. Die musst auch ganz heiß weisen, weil Glut ist die Nachstärke. Ja, das ist noch egal. Wenn ich ihn nicht erkenne, dann ist es nicht besser. Ich meine, Glut ist noch einmal. Und dann den Herr Häufchen. Bitte. Ich weiß nicht, die Fragesprache. Ja, bitte auf Ihre Deutsch. Ihre Lösung oder auf Französisch. Kann ich nicht verstehen in dem Sinne, dass man von Umlegung auf Staat aus öffentliche Finanzierung geht, denn dann ist das System noch immer aus dem Gleichgewicht. Und öffentliche Finanzierung würde dann auch diese 3-5% Wachstum brauchen. Und dieses ist kein qualitatives Wachstum, sondern es ist ein rein quantitatives. Wir müssen immer mehr haben von dem Gleichen, nicht immer Besseres. Okay, das heißt, die Fragestellung ist... Wie kann man aus diesem Schneeballsystem heraus? Ja. Okay. Also die Frage ist voll berechtigt, wie man sozusagen unsere sozialen Sicherungssysteme weniger wachstumsabhängig entwickelt. Es ist ja heute so, die beiden großen konkurrierenden Modelle sind ja das Modell Umlageverfahren. Das heißt, die erwerbstätig sind, zahlen für die noch nicht oder nicht mehr erwerbstätig sind. Und die Alternative dazu die private Altersvorsorge, die aber keine ist, könnte ich jetzt auch länger ausführen, aber so, das ist sozusagen die generelle Wahrnehmung. Also man muss sich grundsätzlich klar darüber sein, egal welches System Sie wählen, das wird immer aus der aktuellen Wertschöpfung finanziert. Das ist ja die große Illusion der Protagonisten der privaten Altersvorsorge. Die tun ja so, als wenn das irgendwie genommen wird und irgendwie an die Seite gelegt wird und irgendwie vor sich hin arbeitet und Rendite generiert und dann im Alter genossen werden kann. Das ist natürlich völliger Quatsch. Auch die private Altersvorsorge muss aus der laufenden Wertschöpfung finanziert werden. So, jetzt zu der Überlegung bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe jetzt nur die Zahlen für Deutschland, aber relational werden sie in Luxemburg ähnlich sein. Wir sind in Deutschland 82 Millionen, davon sind 32 Millionen erwerbstätig. Und 6 Millionen haben ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeit und so weiter. Das heißt also, 32 Millionen zahlen ein in die
gesetzliche Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und die Arbeitslosenversicherung. 50 Millionen zahlen nicht ein, sind entweder mitversichert oder selbstständig oder freiberuflich oder arbeiten im öffentlichen Dienst. Und die Vorstellung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die speist sich natürlich aus verschiedenen Quellen. Also die humanistische Quelle ist die, dass man sagt, wenn Menschen ein garantiertes Grundeinkommen haben, wo sie sich natürlich noch zusätzliches Einkommen verschaffen können durch Arbeit oder später eben auch durch erworbene Altersansprüche, dann sind sie freier zu entscheiden, welchen Mix an Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, Familienarbeit, Nachbarschaftshilfe, kulturellem Schaffen, sozialem Engagement und so weiter, sie sich zusammenstellen wollen. Das ist quasi ausgehend von der Idee von Hannah Arendt, Vita Activa, die Vorstellung, dass das die Freiheitsgrade der Menschen erhöht. Und das finde ich ein sehr starkes Argument. Was die Finanzierungsfrage betrifft, es ist nur möglich, so ein System in einer vitalen Ökonomie. In einer Ökonomie, die die notwendige Wertschöpfung auch erbringt. Und insofern ist es quasi unabhängig von der Frage, würde ich sagen, ob es jetzt sozusagen nachhaltig oder nicht nachhaltig ist, die Notwendigkeit, unsere Ökonomie nachhaltig zu gestalten, die ist ohnehin gegeben, ganz unabhängig von der Frage, ob wir ein Alterssicherungssystem haben, was auf dem Umlageprinzip finanziert, auf der privaten Altersvorsorge oder ob es ein überwiegend steuerfinanziertes Grundsicherungssystem ist. Also insofern sehe ich Ihren Punkt, aber das bringt mich nicht dazu. Und eine Kapitalbesteuerung, einen Satz vielleicht nur, Kapitalbesteuerung, Besteuerung von Finanzkosten. Die Steuerthematik ist ja noch wieder ein Extrapunkt, das ist ja die Finanzierungsfrage. Ja. Also ich glaube, also es gibt in Deutschland ein ganz radikales Modell von dem Götz Werner, diesem DM-Marktbesitzer, der vertritt die These, jeder soll 1.000 Euro kriegen im Monat, Kinder 500 Euro bis zum 18. Lebensjahr und das soll vollständig finanziert werden aus Konsumsteuern, also aus Umsatzsteuern bzw. Mehrwertsteuern von 40-50%. Alle anderen Steuern sollen gestrichen werden. Das ist nach meinem Dafürhalten insofern kritisch, weil es natürlich, die Konsumsteuern wirken ja quasi regressiv. Das heißt, wer wenig hat, zahlt relativ viel. Und insofern ist das nicht gerecht. Es müsste ergänzt werden, sehr stark durch Ökosteuern und durch die Besteuerung von Kapital. Das ist ganz wichtig, weil, also für leistungslose Kapitaleinkünfte würde ich das nennen. Wenn man da so eine Mischfinanzierung hinbekommt, dann hätte man auch ein tragfähiges System. Da gibt es verschiedene Modelle, die durchgerechnet worden sind. Und wie gesagt, wir sind eigentlich schleichend schon auf dem Weg. Letzter Satz, entschuldige. Der Steueranteil an unserer gesetzlichen Rentenversicherung, ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist, steigt permanent, weil wir immer mehr Gruppen reingenommen haben, die selber gar keine Beitragsleistungen erbracht haben. Und dann könnten wir es auch gleich ehrlicherweise so machen, dass wir die Grundfinanzierung auf Steuerbasis machen und nicht auf Beitragsbasis. Rehm? Ja, Frage an Herrn Loske. Ich glaube, Sie haben vor einiger Zeit geschrieben, eigentlich angesichts des Klimawandels, eigentlich dürfte nur noch die ärmeren Länder Wachstum haben. Und jetzt haben Sie zu Luxemburg gesagt, ja, das ist schon okay, wenn bestimmte Regionen wachsen und andere das einfach schrumpfen. Nee, das können Sie das aufdrücken? Nee, also das ist ein Spiegelinterview gewesen, was Sie meinen. Das hat wahnsinnige Wellen geschlagen. Ne? Also was ich meine, in toto, innerhalb eines großen Landes, sagen wir mal, wie Deutschland oder Frankreich, da haben Sie dieses Phänomen. Bei uns die Uckermark, Nordhessen, Pfälzerwald, auch Teile der Oberpfalz, da sehen wir Schrumpfung, da sehen wir Abwanderung. Und da geht es sehr stark um die Frage, wie wir das intelligent machen können, diese Schrumpfung. In den Städten haben wir im Moment einen wahnsinnigen Zustrom. Ja, in allen großen Städten, das ist eine Tendenz Richtung Urbanisierung, eine Tendenz Richtung Individualisierung, eine Tendenz Richtung Ballung von Innovationsclustern, und wenn man es jetzt mal innovationstheoretisch spricht, es ist so. Das heißt in toto nicht, dass Deutschland wachsen muss deswegen. In toto würde ich sagen, bleibt es eher stabil oder ganz moderate Wachstumsraten. Für Luxemburg, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich meine, von der Logik her würde ich sagen, die Stadt Luxemburg müsste man eher vergleichen mit anderen Städten und sich das als Bezugsraum anschauen. Wie es im gesamten Land aussieht, weiß ich natürlich nicht. Insofern würde ich mir da gar kein Urteil anmaßen. Ich habe nicht gesagt, Luxemburg kann ruhig wachsen, das, abgesehen davon, dass es auch eine komische Vorstellung ist, dass man das irgendwie bestimmen kann, wie viel das wächst. Aber diese Differenzierungsprozesse, das Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfung, das ist eine Sache, an die wir uns gewöhnen werden müssen. Ich gucke, während dem Guy das Mikro kriegt, deswegen Wortmeldungen nach, Herrens. Sie kriegen es nicht. Ja, ich möchte an was anknüpfen, was Sie ganz am Anfang schon gesagt haben. Das Wachstum ist verbunden mit
der Wohlstandserhöhung. Aber es ist doch so, dass in den letzten 30, 40 Jahren der Wohlstand der normalen Menschen in unserer kapitalistischen Gesellschaft zurückgegangen ist. Dass die Verteilung immer schlechter funktioniert, dass wir in verschiedenen Ländern in die Situation der Belle Époque zurückkommen. Also meine Frage ist erstens, glauben Sie, dass man aus der Wachstumsfalle überhaupt rauskommt, wenn man die Verteilungsfrage nicht löst? Das ist eine erste Frage. Und dann die zweite bezieht sich dann ganz stark auf Luxemburg. Wir haben hier ein sehr hohes Wachstum, was sich auch ganz negativ bemerkbar macht, beispielsweise im Wohnungsbereich. Dass viele Menschen hier bei uns sich eine Wohnung jetzt schon und in Zukunft, wenn das so weitergeht, überhaupt nicht mehr leisten können. Und dass sie dann das Land verlassen müssen oder ganz weit von der Stadt Luxemburg oder irgendeinem anderen Zentrum rausgehen müssen. Ja, also ich wollte einfach sagen, es wird immer nur hervorgehoben, die positiven Aspekte des Wachstums. Aber es gibt beim Wachstum auch wirtschaftlich ganz negative Aspekte. Ja. Okay. Noch eine Frage dazu oder direkt? Das kommen wir mal der vertiefte Rupp nach. Was geht es an? Du bist an die Richtung Rupp, als das selbe Spruch. Ja, mir hat auch in dem ansonsten sehr erfrischenden Zwie- oder Drittgespräch die Komponente Ungleichheiten gefehlt. Ja. Und insbesondere auch bei der Frage, wir leben in einer reichen Gesellschaft, wir könnten eigentlich jetzt aufhören mit Wachsen. Das gilt aber eben nicht für alle. Es gibt auch in den reichen Gesellschaften Leute, die können sich das Nichtwachsen nicht mehr leisten oder noch nicht leisten. Und wir haben es uns angewöhnt, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wir die Verteilungsfrage durch das Wachstum lösen. Nämlich die Leute kriegen augenscheinlich immer etwas mehr. Es ist aber immer etwas weniger von dem Mehr, was insgesamt da ist. Und insgesamt ist es so, dass Kapitalquote vergleicht, dass also die Verteilung immer schlechter wird. Aber die Leute haben die Illusion, sie bekämen mehr, weil es Wachstum gibt, das man dann verteilen kann. Zwar immer noch schlecht, aber immerhin. Und die Frage ist ja, wenn man das Wachstum eben nicht mehr hat und trotzdem es Leute gibt, die mehr haben müssen, weil sie zu wenig haben, dann geht das nur, wenn man anderen etwas wegnimmt. Robin Hood-Prinzip. Ja. Und das können wir nicht, das haben wir nicht gelernt bisher. Und da sind wir dann, glaube ich, schon bei dem, was Sie meinten, Systemwechsel. Denn das geht sonst nicht mehr. Ja. Sehr wichtige Frage. Sehr wichtige Frage. Also, hängen die ja zusammen. Erstmal bin ich sehr dankbar für die beiden Fragen, weil den Aspekt haben wir tatsächlich überhaupt nicht thematisiert. Und ich würde gerne zwei Dinge dazu sagen. Das, was die soziale Ungleichheit auch in den reichen Ländern angeschärft hat, war natürlich auch eine bestimmte Favorisierung einer Wirtschaftspolitik, die sich sehr stark unterschieden hat von der ersten Nachkriegsepoche. Also es ist der Kontrast zwischen sozialer Marktwirtschaft und neoliberaler Wirtschaft. So. Und viele von den Folgen, über die wir jetzt heute hier auch diskutieren, implizit immer, sind natürlich auch dadurch geschuldet, dass wir natürlich viele Sachen im öffentlichen Bereich zurückgebaut haben, übrigens auch viele Versorgungsprobleme dadurch entstanden sind, dass es diese Form von Reprivatisierung gegeben hat und ein sehr starkes Momentum darauf gesetzt ist für private Gewinne. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir auch deswegen wieder führen, weil zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt das mit Händen zu greifen ist, was das bedeutet hat für die Bundesrepublik beispielsweise, in minderem Maße für Österreich, für hier Luxemburg weiß ich es nicht genau, dass der soziale Wohnungsbau nahezu auf null zurückgefahren ist. Viele andere öffentliche Leistungen auch auf nahezu null zurückgefahren worden sind.
Und das wäre zum Beispiel ein wunderbarer Link zu der berühmten Share Economy, ja, die ja daherkommt, mitzuteilen, dass jetzt unglaublich viel geteilt wird. Während niemand darüber spricht, dass es ein Standard gewesen ist, öffentliche Bibliotheken, öffentliche Schwimmbäder, alles Mögliche, Sportstätten oder sonst was, vorzuhalten von einer Gesellschaft für allgemeine Teilhabe. Ja? Und das Problem der sozialen Ungleichheit ist eben dadurch auch mittangiert, weil in dem Moment, wo ich gewissermaßen ein neoliberales Regime habe, gehe ich ja gar nicht mehr davon aus, dass allgemeine Teilhabe jenseits von sogenannten Leistungsgesichtspunkten überhaupt wünschenswert ist. So. Und ich glaube, insofern sind die beiden Punkte total wichtig, die Sie ansprechen. Und ich würde es sogar noch etwas wichtiger versuchen zu machen. Ich glaube, wir kommen auch in der ganzen ökologischen Frage überhaupt nicht weiter, wenn wir sie nicht wieder zurückbinden an Gerechtigkeitsfragen. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn wir an der Stelle wären, dann haben wir natürlich noch mal ein großes Problem für die reichen Gesellschaften, weil sich dann nämlich noch mal die Verteilungsfrage in zwei Ebenen ganz anders stellt, nämlich sowohl innerhalb der jeweiligen Gesellschaften als auch zwischen den Gesellschaften. So, und dann haben wir aber eine politische Frage, an die niemand so gerne ran möchte. Ja, weil das bedeutet natürlich noch mal eine ganz andere Thematisierung von Wohlstandsungleichgewichten und so. Aber ich stimme Ihnen total zu, dass wir überhaupt nicht jenseits dieser Frage eigentlich diskutieren können. Darf ich ganz kurz zwei Punkte? Also die beiden letzten Fragen waren wichtig und ich will die noch mal mit der drittletzten verknüpfen. Das, was wir hier erleben, findet ja im Weltmaßstab auch statt. Ja, in Wahrheit gibt es ja einen goldenen Vorhang zwischen, bei uns ist die Relation 70% sind drin oder 75% sind drin, 25% sind draußen oder stehen am Rande. Und in Ländern wie Brasilien, China, Indien, da gibt es eben mittlerweile auch 20-30% der Menschen, die in alles in allem so leben wie wir. Nur 70% wollen da rein, die wollen hinter den goldenen Vorhang. Und das heißt, das ist eine Asymmetrie, die wir nicht nur in unseren eigenen Gesellschaften erleben, sondern auch weltweit. Und diese klassische Kategorisierung, den Menschen in den Industrieländern geht es gut, in den Menschen in den Entwicklungsländern oder Schwellenländern geht es schlecht, die stimmt eben auch nicht mehr. Deswegen ist es auch teilweise ein Problem im internationalen Klimaschutzprozess, dass nur die Staaten die Subjekte des Völkerrechts sind, weil die natürlich auch spezifische Interessen dann für ihre herrschenden Klassen, sagen wir mal, vertreten. Das ist, den Punkt wollte ich noch machen. Und das Zweite ist, das stimmt, ja, obwohl ich nicht alles teile. Es gab eben auch Fehlentwicklungen, die, sagen wir mal, die Gewerkschaftsbewegung sich selber zuzuschreiben. Ich habe das immer kritisiert, dass es sozusagen öffentliche Betriebe, ja, dass die natürlich dem Ziel der öffentlichen Daseinsvorsorge folgen müssen, aber wenn man die benutzt oder missbraucht als Versorgungsanstalten für abgehalfterte Politiker, dann tut man dem öffentlichen Sektor natürlich auch nicht gerade einen Gefallen. Ich nehme an, bei euch in Luxemburg gibt es sowas nicht. Ja, aber in Deutschland war das ein Problem. Das heißt, ich wohne in der Nähe von Köln. Ja, was da gelaufen ist, furchtbar. Ja, das heißt, die haben teilweise selber Schuld gehabt, aber trotzdem, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man wirklich wieder die Gemeinschaftsgüter nach vorne stellen muss. Und der letzte Punkt nochmal, der Streeck, der fiel ja schon zweimal, der Name. Diese Wachstumsillusion, das ist wirklich ein Punkt, den man sich vor Augen führen muss. Wir haben nach dem Krieg, Streeck nennt das die zwei goldenen Dekaden, manche sprechen auch von drei goldenen Dekaden, ich sehe die nicht als golden an, aber da war es natürlich auch in hohem Maße eine Wiederaufbauökonomie, aber da gab es mindestens mal, das Kapital war in der Defensive und musste anständig sein. Das heißt, es gab so eine Art sozialen Konsens darüber, dass man, wenn man gut verdient, auch was abgeben muss und dass alle aus dem Mehrprodukt mehr bekommen sollen. Und seit Mitte der 70er Jahre im Prinzip, oder seit Anfang der 70er Jahre, betreiben wir Wachstum auf Pump. Erst über Inflation, ja, dass wir jede Menge Geld reingepumpt haben, bis Anfang der 80er Jahre, dann war das Inflationsthema riskant. In Deutschland wurde dann Kohl gewählt, 82. Dann wurde umgestiegen unter der Hand auf öffentliche Verschuldung. Dann ging das nicht mehr. Und dann wurden in den 90er Jahren die Schleusen aufgemacht für private Verschuldung. Und wenn Sie das gegenrechnen, die Geldentwertung durch Inflation plus die öffentlichen Schulden plus die privaten Schulden, dem gegenüberstellen, was wir als Wachstum bilanzieren, dann werden Sie sehen, das neutralisiert sich im Großen und Ganzen. Und deswegen auf der Strecke muss man, glaube ich, noch sehr viel stärker argumentieren. Und klar ist eben auch, letzter Satz, was wir im Moment erleben, ist im öffentlichen Raum ein gewaltiger Transfer von Lasten und im privaten Raum, Stichwort große Erbschaften und so weiter,
übertragen wir im Moment gewaltige Assets, sagen wir mal, gewaltige Kapital. Und wir werden nicht um eine wie auch immer geartete Form von Vermögens-Erbschaftsbesteuerung drumherum kommen. Das ist ausgeschlossen. Ja, und ich weiß nicht, wie es hier in Luxemburg diskutiert wird, bei uns ist das ein ganz heißer Topic. Und es traut sich natürlich keiner so richtig ran. Die Grünen sind damit 2013 auf die Schnauze gefallen, dass sie die Vermögensteuer so weit nach vorne gestellt haben. Aber das Thema wird uns erhalten bleiben. Heute auch, ja, das müsste man mal separat diskutieren. Auch. Also die Sebastian Uhr, wenn ja. Ja, wie machen das aus Uhr? Gleich 10. Ja, ich nur noch ein, zwei Fragen, der Herr. Ja, was, klar, sammeln wir die alle. Ja, ja. Was mir in der Diskussion so gefehlt hat, ist, wenn wir das Wachstum überwinden wollen, durch ein System-Redesign, dass wir auch explizit die Wachstumszwänge behandeln. Also es wurde schon das Rentensystem behandelt in der Diskussion heute und auch die Verteilungsfrage. Aber meine Frage ist, welche Wachstumszwänge gibt es noch und wie können wir sie überwinden? Okay, ich gucke nochmal durch den Raum, ob es eine Frage ist. Dann noch. Nochmal. Betraut sich, Kibi, das ist auch gut. Ich gucke nach Rivera. Nee, dann hörst du die Last vor. Ja, hallo, mein Name ist Max Hahn. Ich war eigentlich sehr begeistert von Ihrer Einleitung, als Sie vom Wachstum des Glücks geredet haben. Und ich denke, dass das eigentlich ein Großteil des Problems momentan hier in Luxemburg ist. Wieso kümmern wir uns eigentlich so sehr um die Debatte Wachstum? Weil das Glück eigentlich ein bisschen abhanden gekommen ist. Wieso? Weil wir eigentlich Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, sicherlich in der Landesplanung, dass wir es nicht geschafft haben, Arbeitsplätze dort zu schaffen, wo die Leute leben, auch deren Freizeitaktivitäten dort stattfinden können. Und die Konsequenz ist, dass man sehr viel Freizeit eigentlich auf dem Weg zur Arbeit verbringt, geht selbstverständlich auf Kosten der Lebensqualität. Jetzt ist dann die Diskussion entfacht, dass wir von einem 1,1 Millionen Einwohnerstaat reden bis 2060. Nichts anderes als eine Extrapolation von dem Bevölkerungszuwachs, den wir eigentlich das letzte Jahr gekannt haben. Und wir haben eigentlich unser Wachstum haben wir eigentlich generiert über den Bevölkerungszuwachs, respektive über die Schaffung von Arbeitsplätzen und nicht durch die Steigerung der Effizienz. Das ist, glaube ich, auch was nicht thematisiert ist. Und meine eigentliche Frage aber vielleicht an Sie beide wäre eigentlich die, Sie reden von der Illusion des Wachstums, selbstverständlich, das wurde heute Abend hier angesprochen, wir sind in einer Spirale drin, wir brauchen immer mehr Leute, die das ganze System, besonders das Pensionssystem, finanzieren müssen. Und wenn wir nicht irgendwo Stellschrauben politisch natürlich da, und dann werden wir da vielleicht beim Verzicht, wenn die Politik da nicht irgendwann um den Stellschrauben redet, denke ich, dass es aber trotzdem für Luxemburg, ich denke, dass das sehr speziell ist für das kleine Land Luxemburg. Sie meinten vorher, man müsste vielleicht eher von der Stadt reden. Okay, ich komme zum Schluss, weil jetzt kommt dass es natürliche Bremsen für Luxemburg gibt. Wir schaffen nicht genug Wohnraum, um das Wachstum das wir eigentlich brauchen, zu generieren. Ja. Oh. Deshalb brauchen wir immer mehr Grenzgänger, die dann von immer weiter herkommen müssen. Und ich denke, dass die irgendwann wird sich das nicht mehr lohnen, für die, um hierher zu kommen. Und dann selbstverständlich der technische Fortschritt. Wie sehen Sie eigentlich die Evolution des technischen Fortschritts, dass der de facto Mensch eigentlich immer, sage ich mal, unwichtiger sein wird? Bibel. Wer möchte von euch schreiben? Ja, also ich fange mal an. Die systemischen Zwänge, da könnte man eine ganze Abendveranstaltung drüber machen. Die Felder, die immer wieder genannt werden als systemische Zwänge, sind der Arbeitsmarkt, die sozialen Sicherungssysteme, die Staatsfinanzen und das Geldsystem. So, die könnte man jetzt alle so einzeln durchgehen. Fangen wir mit dem Arbeitsmarkt an. Ja, wenn du sagst, nee, ich will mich kurz fassen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also der Arbeitsmarkt ist so organisiert gewesen, eigentlich immer in allen westlichen Industriegesellschaften, dass Fortschritte in der Arbeitsproduktivität durch technischen Fortschritt
wurden, die im Schnitt so bei 1-2% pro Jahr liegen, manchmal auch 3%, wurden auf zweierlei Weise weitergegeben, in Form von höheren Löhnen und in Form von verkürzten Arbeitszeiten. In den 50er, 60er Jahren der Kampf um die 5-Tage-Woche, Samstags gehört Papi mir, hieß das bei uns. In den 70er Jahren, waren ja vor allen Dingen Männer, in den 70er Jahren der Kampf um die 40-Stunden-Woche wurde auch erfolgreich geführt. In den 80er Jahren der Kampf um die 35-Stunden-Woche. Dann hat man mit dem Ende der Systemkonkurrenz hat man 1990 aufgehört, im Prinzip die Agenda der Arbeitszeitverkürzung weiter zu treiben. Und ich denke, wir müssen da wieder ansetzen. Wir müssen wieder vielleicht auf etwas intelligenter als so statisch, aber im Prinzip müssen wir diesen Wachstumszwang, den der Arbeitsmarkt ausübt, dadurch abmildern und reduzieren, vielleicht sogar gegen Null bringen, dass wir die Produktivitätsfortschritte auch in Form kürzerer Arbeitszeiten weitergeben. Das halte ich für sehr zentral. Zweiter Punkt, soziales Sicherungssystem, ist schon einiges zu gesagt worden. Nehmen wir jetzt nur noch das Geldsystem. Vielleicht war das ein bisschen der Hintergrund Ihrer Frage. Da sind ja im Moment auch viele Bilder, das hat Harald ja auch mit so einem lapidaren Nebensatz eben auch gesagt, dabei einzustürzen, nicht? Also bis jetzt gingen wir ja davon aus, dass der Kapitalismus nur funktioniert, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass da nach wie vor viel Wahres dran ist, wenn es eine Aussicht auf Wachstum gibt, also auf Zins und Zinseszins, sagen wir mal. Und da wird als eine Möglichkeit diskutiert, die ich auch nicht unplausibel finde, mit der ich mich im Moment intensiv beschäftige, das Thema Vollgeldreform, dass man die Möglichkeit, Geld zu schöpfen, die heute faktisch bei den Geschäftsbanken liegt, die also 90% des Geldes in Verkehr bringen, über Giralgeld, über Buchgeldschöpfung, dass man das wieder zurückgibt an die Zentralbanken, dass man denen praktisch nur denen die Möglichkeit gibt, Geld zu schöpfen, dass es real hinterlegt werden muss und dass damit quasi Wachstumsdruck aus dem System genommen wird. Dafür reicht jetzt die Zeit nicht, das zu machen, aber das wäre ein Punkt, weil das muss man sich so vorstellen, der Löwenanteil der Geldschöpfung in den meisten Ökonomien, sind das ungefähr 90%, wird über Geschäftsbanken gemacht. Der wird gar nicht, wie wir uns das vorstellen, von den Zentralbanken in Form von gedrucktem Geld in Umlauf gebracht, sondern über Buchgeldschöpfung. Und dadurch entsteht natürlich ein sehr, sehr großer Wachstumszwang, weil durch die Anlage des Geldes natürlich jeder hofft, dass sich realwirtschaftlich das irgendwann mal materialisiert, dass es eben auch einen Gewinn gibt, der dann eben Zins und Zinseszins tatsächlich einträgt. Also das wären zwei so Themen, die Arbeitszeitthematik und die Geldschöpfungsthematik, wo ich glaube, da könnte man Wachstumsdruck aus dem System nehmen, neben den sozialen Sicherungssystemen. Okay. Faktor Mensch ist auch immer wichtig. Unheimlich wichtig. Ich wollte in Ergänzung noch zu der Frage nach den Wachstumszwängen sagen, dass man wahrscheinlich auch mal noch mal genauer hingucken muss, wie viele Unternehmen es eigentlich gibt, die sich schon ganz traditionell diesen Wachstumszwängen entziehen. Also kleinere Handwerksbetriebe oder sowas. Ja. Worauf ich nur hinweisen will, ist, dass wir immer ganz gut daran tun, Mythen zu dekonstruieren und mal zu schauen, wie geht das eigentlich in bestimmten Sektoren jenseits der Wachstumszwänge, und es funktioniert trotzdem. Das ist empirisch immer ganz wichtig, sich das anzugucken. Und der Faktor Mensch, das möchte ich jetzt mal ganz generell beantworten. Als Sozialpsychologe, der immer historisch gearbeitet hat, kriege ich sofort Ausschlag, wenn ich denke, dass man sich traut, für 2060 Extrapolationen zu machen. Also Zukunft ist wie jetzt nur mehr oder sowas in der Art. Ich empfehle mal als eine ganz kleine anekdotische Einführung in die Kontingenz von Geschichte, auf YouTube anzuklicken, Europe in the last 1000 years. Das ist nur eine glaube ich, nicht mal Beispiel haben. Da kann man ja schon eine gewisse Skepsis haben, ob die Weltordnung und die ganze geopolitische Situation in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich eine Stabilität behalten würde, wie wir sie uns wünschen würden. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die sehr stark in Veränderung begriffen sind. Das wirft ganz andere Fragen auf als so die fröhliche Perspektive, in 35 Jahren sind wir die doppelte Zahl von Bevölkerung. Vielleicht reden wir dann über ganz andere, also wir eh nicht mehr, aber redet man dann über ganz andere Dinge. Aber das entbindet nicht der Bedeutung über Gesellschaftsmodelle. Na, ganz genau, darüber muss man diskutieren, aber dazu gehört, das ist für mich... Ja, aber das füllen wir ja.
vollkommen zu dieser Art. Aber vielleicht also einfach nur noch einen Satz dazu. Ich glaube, das ist gerade bei der Beobachtung der Gegenwartsentwicklung in Europa und außerhalb Europas von ganz zentraler Bedeutung. Man muss sich von der gefährlichen Vorstellung freimachen, dass Gesellschaften unseres Typs stabil sind. Sie sind es nicht. Wir sind im Moment in einer 70-jährigen Illusionsphase, dass 2-3 Generationen eine unglaubliche Phase von Stabilität haben erleben dürfen. Ich sage das so pathetisch. Das ist aber der historische Ausnahmefall. Ja? Und das wirft nochmal, glaube ich, auch ein ganz anderes Licht auf viele Fragen, die hier mit Recht geäußert worden sind. Zum Beispiel die Ungleichheitsfrage, die Gerechtigkeitsfrage und so weiter. Weil am Ende wird es die Frage sein, würde ich normativ so stellen, wie können wir eigentlich diese Form von Gesellschaft stabilisieren? Weil ich halte die hinsichtlich der immateriellen Wohlstände, die wir haben, für ein wahnsinnig bewahrenswertes Modell. Das können wir aber nur machen, wenn wir nicht glauben, dass das von sich aus stabil ist. Sondern, und da kommen genau solche Fragen wie Wachstum, Nachhaltigkeit und sowas sehr stark zum Tragen. Ja. Jetzt könnten wir noch 2 Stunden wichtige Themen diskutieren, glaube ich. Aber das können wir jetzt nicht mehr. Obwohl das Schlusswort doch sehr, sehr schön ist, wenn man einen Konsens darüber hat, dass man über ein Gesellschaftsmodell von morgen vielleicht mehr diskutieren muss, auch über den 5 Vorstellungen streiten. Ich muss merci, dass die so viel high war, dass wir lange durchgehalten. Sehr herzlichen Dank und den beiden Referenten. Ich habe es auch schön gefunden, dass ihr mal gekrabbelt habt, nicht wie das letzte Mal, da war es harmonischer. Ich finde es schön, wenn das etwas spannender wird. Und vielleicht kann man ja die Tradition machen, sich alle 2-3 Jahre hier zu sehen, wie das jetzt so war. Dann diskutieren wir das nächste Mal über das Gesellschaftsmodell.